Ja, guten Morgen, verehrte Hackerinnen und Hacker. Wir freuen uns, dass ihr so früher Stunde hier alle erschienen seid und wir jetzt auch alle vollständig sind. Du hast es auch so früh gelegt, oder? Wir begrüßen euch zum CCC-Jahresrückblick und werden wieder versuchen, das vergangene Jahr 2010 abzureißen und mal aus Sicht des Chaos Computer Club zu betrachten. Wir haben wie immer an den Anfang unsere kleine Mitgliederstatistik gestellt, werden danach aber wie immer so Monat für Monat durchs Jahr gehen und versuchen, die für uns wichtigen Themen herauszugreifen. Dabei können wir aufgrund der Menge der Themen auch nicht in anderthalb oder zwei Stunden alle Themen ansprechen, aber wir haben uns bemüht, die wichtigen von den unwichtigen zu unterscheiden. Wie sieht's aus mit unseren Mitgliedern? Wir haben leider immer noch weiße Flecken auf der Landkarte. Aber wir begrüßen dafür dieses Jahr erstmalig unseren ersten indischen mit. Auch in der Schweiz haben wir, wie wir sehen, einen enormen Zuwachs an Mitgliedern zu verzeichnen. Und das ist erst bis zum dritten Quartal. Also hier fehlen noch die Zahlen vom letzten Quartal, die nicht abrufbar waren. Wir sehen weiterhin, dass es einen Schwerpunkt gibt im Bereich Berlin und im Ruhrgebiet, da um Düsseldorf rum und Köln. Also, aber diese weißen Flecken, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, ihr seid also aufgerufen. Und wir machen, glaube ich, keine Mitgliederwerbungskampagnen, oder? Männer, ihr braucht nicht schweigen, ne? Na, wenn du redest. Gut. Wir haben weiterhin einen Zuwachs an neuen Mitgliedern zu verzeichnen. Allerdings ist die Gesamtzahl aufgrund der Zahlen, die nur bis zum dritten Quartal vorliegen, eine Projektion. Da im letzten Drittel eigentlich immer die meisten Neumitglieder zu verzeichnen sind, vermutlich wegen der Eintrittspreise des Kongress, dürfen wir davon ausgehen, dass wir auch am Ende des Jahres wieder einen Zuwachs, wenn auch einen moderaten, an Neumitgliedern haben. Also ja, ich denke mal, die Zahlen sprechen für sich. Oder? Ja. Also. Die Herren möchten dazu keine Kommentare abgeben, okay. Also, was man natürlich sagen muss, ist, die Leute, die tatsächlich Mitglied werden im Verein, sind ja sehr viel weniger als diejenigen, die sich halt zur Chaos-Familie dazugehörig fühlen. Und wie die anwachsen, können wir natürlich schwer sagen. Also wir können hier natürlich nur einfach die Leute sehen, die formal Mitglied werden und dann tatsächlich auch ihren Mitgliedsbeitrag zahlen, was auch immer noch ein Subset ist, aber auch daran arbeiten wir. Aber ich finde übrigens, die Mitglieder zahlt auch mal eure Beiträge mehr, sie sind ja ein bisschen freundlicher. Ich weiß ja nicht, ob ihr die auch immer alle kriegt, ihr kriegt die immer. Mhm. Okay, diesmal habe ich mir aufgrund der Popularität von dem letztjährigen Datenbegriffswolken mal übers Jahr drei verschiedene gemacht. Die erste, die wir sehen, ist die von, die sehen wir noch nicht, wir sehen die gleich. Das ist der Google-Trend. Und jetzt kann sich jeder überlegen, bevor wir die Themen hier darlegen, wie diese Spitzen in dem Graph zustande kommen. Wir sehen die im März, April. Ihr dürft mal sagen, was würdet ihr vermuten, was das ist? Ich höre. Also ein Hint, wir hatten dieses Jahr keinen April-Scherz. Das ist nicht der April-Scherz. Oh. Ja, korrekt. Richtig geraten. Genau. Und ja. Da ganz hinten zum Jahresende hin, Oktober, November, was ist das? Der elektronische Genau, also die beiden großen Peaks, die wir zumindest erklären können, sind die von der Vorratsdatenspeicherung. Vom Urteil des Verfassungsgerichts und am Ende halt vom E-Perso. Wo die dazwischen herkommen, sind wir noch am Rätseln. Ja, im Sommer, da gehen wir davon aus, dass die typische Nachrichten-Sommerlochpause auch so kleine Meldungen zu so Ausschlägen führen. Also wir hatten nicht wirklich im Sommer wichtige große Medienthemen, aber ich vermute mal dadurch, dass die Nachrichten im Sommer weniger sind, gibt es da die Ausschläge. Hm. Oder Googles Algorithmen sind fehlerhaft. Ja, auch nicht auszuschließen. Bitte was? Okay. So, jetzt kommen aber die beliebten Datenwolken, aus denen man nämlich, wenn man da einen Blick drauf wirft, doch eine ganze Menge über die Themen des Jahres ablesen kann. Wir sehen zunächst, ja, vom Frühjahr,
Man sieht noch eine Nachberichterstattung des 26C3 und man sieht immer noch die Daten der Kinder, denn Ende des Jahres davor gab es ja dieses kleine Sicherheitsloch bei der Kinderdatenbank von heft.de. Aber wir sehen ziemlich viele Themen. Wir sehen ein bisschen Elena in der Ecke, Zensursula ist noch da, aber ziemlich diversifiziert, würde ich sagen, während zur Mitte des Jahres das Bild ganz anders aussieht. Wir hatten also ein absolut dominierendes Thema, wie man deutlich sieht. Und jetzt, kurz vor 2 Tagen, habe ich noch mal eins gemacht. Und da sieht man natürlich, dass über das Jahr gerechnet der Personalausweis und die Swiss-ID, überhaupt der Ausweis, ziemlich wichtig werden. Und die Vorratsdatenspeicherung dann zum Ende des Jahres doch zurücktritt, kann man sagen. Okay. Also das bildet auch ungefähr die Arbeitslast beim Presseteam ab. Also es sind genau diese 3 Schritte, die wir da so gesehen haben zwischen Vorratsdatenspeicherung und e-Perso, waren halt die großen Themen, die die Journalisten bewegt haben. Dazwischen immer mal wieder halt alles Mögliche, irgendwie Bit in China umgefallen, kommt häufiger vor. Man muss euch unterscheiden, bei der Vorratsdatenspeicherung haben wir natürlich von uns aus relativ viel Medienarbeit gemacht und natürlich immer noch das Gutachten, was wir das Jahr davor geschrieben hatten, war noch Teil der öffentlichen Wahrnehmung. Beim Personalausweis ist es uns eher so ein bisschen passiert. Ich glaube, wir haben alle nicht so richtig geahnt, dass plötzlich so eine große Welle gemacht wurde. Wir haben dann aber doch auch ganz gerne noch nachgelegt. Ich denke, das war primär so ein Fallhöhenproblem. Also nachdem die Bundesregierung da sich dann so dermaßen dahinter geklemmt hatte, hinter dieses komische Projekt und versucht hat, da so einen großen Hype drum zu machen, um irgendwie Akzeptanz dafür zu erzielen, war natürlich die Kritik daran mit einem entsprechend größeren Hebel ausgestattet, sodass wir auch so mit relativ kleinen Angriffen, die wir da zeigen konnten. Also wir kommen auch später nochmal im Detail drauf. Also. Genau. Okay, wir haben das Jahr begonnen im Januar mit einer Forderung, die eigentlich schon ein paar Jahrzehnte alt ist, die wir Datenbrief genannt haben. Die hatte früher nicht wirklich einen Namen. Wir haben Anfang des Jahres im Januar dazu einen längeren Text geschrieben und auf ccc.de veröffentlicht mit einer länglichen FAQ, die schon mal so vorab einige Fragen beantworten sollte. In der Folge dieser Veröffentlichung gab es eine Menge Zustimmung, aber auch eine ganze Menge Kritik. Und auf der politischen Seite gab es die Einrichtung einer Arbeitsgruppe beim Bundesinnenministerium, die uns auch so relativ zufällig passiert ist. Und wo dann tatsächlich in kleiner Runde zusammen mit der Arbeitsebene des Ministeriums versucht wurde zu entwerfen, wie könnte man denn so einen Datenbrief in Gesetzesform kippen. Also diese Arbeitsgruppe tagt in äußerst unregelmäßigen Abständen und ist halt auch so, dass wir natürlich machen das halt freiwillig und was man dann so sehen kann, ist, man sitzt dann da mit diesen ganzen Berufslobbyisten zusammen. Also ich muss mir dann einen Tag Urlaub nehmen, wenn ich da hingehe und die sitzen dann da wohl vorbereitet, wohl genährt mit dicken Papierstapeln und lauern drauf, einem die Konzepte zu zerschießen. So. Ist also nicht immer eine ganz faire Angelegenheit. So, wenn man nach 4 Stunden ist, man da auch meistens ein bisschen durch. Und der interessante Effekt ist aber, diese Datenbriefgeschichte resultierte ja unter anderem aus dem Versuch, mal für etwas zu sein. Ne? Sonst sind wir ja doch meistens relativ stark in der Rolle der Kritiker, machen Systeme kaputt, zerschießen Konzepte und der Versuch, eben mal dafür zu sein, ist eben auch mal durchaus interessant. Ob das jetzt zum Erfolg führt oder nicht, werden wir sehen, können wir schlicht noch nicht sagen. Es ist klar, dass die Widerstände aus der Industrie sind natürlich groß. Und angesichts der momentanen Zusammensetzung unserer Regierung, die ja nun doch sehr industriefreundlich ist, bleibt abzuwarten, zu welchen Ergebnissen es da kommt. Interessant ist aber, dass eben so auf der politischen Ebene, also gerade so die Arbeitsebene im Ministerium und auch so die nachdenkenden politischen Ebenen in den Parteien, die es auch immer noch gibt, wenn auch nur sehr vereinzelt, die sind durchaus irgendwie geneigt, so ein Konzept zumindest irgendwie mal Diskussionsspielraum einzuräumen, weil Sie schon sehen, dass wir da auf massive Probleme zulaufen, wenn einfach immer mehr Daten von allen möglichen Firmen gespeichert werden über den Einzelnen und der schlicht davon nichts weiß. Und die Datenschutzbeauftragten sind da eigentlich auch mehr oder minder auf unserer Seite. Lustig war eben, als wir diese Diskussion anfingen mit dem Datenbrief, also wir haben das Konzept halt so entwickelt, als man müsste mal, ne, einfach mal nachdenken, wie könnte man mal positiv vorangehen.
und haben dann praktisch das Rad nochmal neu erfunden, weil genau dieser selbe Vorschlag ist schon mal von Spiros Simitis, dem Urvater der deutschen Datenschutzregulierung, ja, mal gemacht worden, aber damals galt es natürlich noch als utopisch. So. Interessant an der Diskussion war halt, dass wir da, ja, es war so eine Art Reality-Check, also wir hatten ja angefangen mit so einer Radikalforderung zu sagen, jeder muss halt einen Brief mit allen Daten bekommen, dann hatten wir mal deren Aufmerksamkeit, weil da ging natürlich im Kopf erstmal der Taschenrechner an. So. Es gab aber überhaupt keine Schnittchen von der Post, eigentlich komisch, oder? Ja, genau, wir haben keine Schnittchen von der Post, ja. Und da waren sie, also es war sehr hübsch, die Szene, wo sie dann, also saßen da halt in dieser Arbeitsgruppe und die regten sich da alle schon mal ordentlich eine Runde auf, so schon in der Vorstellungsrunde und waren dann halt so ein bisschen, legten dann halt alle ihre vorbereiteten Argumentationen zur Seite. Also ich meinte, naja, das war doch nur, um eure Aufmerksamkeit zu kriegen. Eigentlich wollen wir doch nur, dass ihr Bescheid sagt, ob ihr Daten habt und danach fragt man dann mal ab. Also, oh. Also es kann auch Spaß machen. Wir hatten für diese Datenbriefaktion, über die wir ja schon so 2-3 Monate nachgedacht hatten, auch eine eigene Mailingadresse bei uns eingerichtet, datenbrief.ccc.de, und haben eigentlich einen ganzen Schwall an sehr langen, nachdenklichen Mails bekommen. Also war natürlich auch ein paar Trolls dabei, aber in der Regel haben wir sehr konstruktive Mails bekommen, haben dann auch nochmal das Konzept ein bisschen umgebaut. Also da war sehr viel Konstruktives dabei, war eigentlich recht angenehm. Ja. Wir werden also sehen, wie es weitergeht, das verfolgen wir weiter. Das heißt noch nicht, dass tatsächlich mal so eine Form, irgendeine Form von Datenbrief gesetzt wird, aber wenn man es nicht versucht, braucht man es ja auch nicht also fordern. Diese Prozesse der Vorbereitung einer Gesetzesentscheidungsfindung dauern halt sehr lange und die Art und Weise, wie diese Leute da überlastet sind in den Ministerien, teilweise mit unglaublichem Bullshit, ist halt auch nicht wenig so, also die Leute, die dann tatsächlich da dem Minister zuarbeiten oder so. Ja gut, das ist natürlich auch strukturell. Also aber immerhin, die Datenschutzgruppe im Bundesinnenministerium jetzt nicht aus 25 Mann besteht, sondern aus anderthalb. Das Moment, haben sich vermutlich viele hier gedacht. Es gibt ja nicht mal die Datenschutzgruppe. Was wir bei der Gelegenheit ja entdeckt haben, ist, dass es eine Verfassungsabteilung im Innenministerium gibt. Da war ich echt überrascht. Ja. Müssen wir auch mal nähere Kontakte aufbauen, oder? Ja. Die machen ja die Schichten. Gut, wir hatten im Januar noch ein paar kleinere zu erwähnende Sachen. Das eine ist die Thorsteiner Kundenliste. Ja, da gab es ein kleines Kongressnachbeben. Das ist im Rahmen des Kongresses offenbar dieser wohl dem rechtsradikalen Publikum zuarbeitende, was ist das, eine Klamottenfirma? Mehr oder minder. Dass die da ihre Kundendatei so ein bisschen verloren hatten und die im Rahmen des Kongresses wohl so ein bisschen distributiert wurde, die haben sich so ein bisschen an uns gehalten, weil irgendwelche Honks, also das ist jetzt nicht auf Honk bezogen, irgendwelche Hampels meinten, das im Wiki ausführlich dokumentieren zu müssen. Es gab dann bei uns da immer noch einen BitTorrent-Link, den wir dann mal auf entsprechende Bitten so ein bisschen entfernt haben, weil wir nicht direkt ja, das ist ein Wiki, man kann dran schreiben. Die Verbreitung solcher schutzwürdigen oder so ähnlich Daten in unmittelbarer Form unterstützen konnten. Also wir hatten so ein paar lustige Rechtsanwaltsbriefe, die wir aber im Wesentlichen ignorieren konnten. Es war aber trotzdem interessant zu sehen, dass es auch im rechten Spektrum offenbar Datenschutzsorgen gibt. Eigentlich ja nicht so überraschend. Ja gut, naja. Die kopieren eigentlich ja schon mal sehr lange unsere Pressemitteilungen. Aber was mich daran gewundert hat, ist, dass die dann halt unter Preisgabe ihrer Daten sich auch noch an uns gewendet haben. Hier bin ich. Aber gut. Details. Aber wir haben ja eigentlich jedes Mal nach dem Kongress, dass wir irgendein ein oder zwei Fälle... Also es war jedenfalls kein ernsthaftes Verfahren, aber es war ein bisschen Rechtsanwaltskorrespondenz und dann war der Fisch schon wieder gelutscht, wie man in Hamburg sagt. Wir haben Post bekommen im Januar, waren wir doch ein bisschen überrascht. Ja. Und zwar hat uns der Innenminister zum sogenannten netzpolitischen Dialog geladen. Das war ganz großartig. Ich fange einfach mal an, weil ich bei der ersten Veranstaltung war. Also die haben uns reihum eingeladen. Es waren, glaube ich, insgesamt vier, wenn es waren vier. Entsinne. Ich war beim ersten, Frank war beim zweiten, Frank war beim dritten und ich war dann wieder beim vierten. Ja. So. Also wir haben uns abgewechselt, wir wollten die Leute ja auch alle mal kennenlernen. Also man muss anerkennen, immerhin ein Innenminister, der sich tatsächlich die Fragen stellt, wie er Datenschutz und Auswirkungen seines Handelns auf die Informationssphäre des Internets und so, also er wollte das tatsächlich diskutieren, das war
nicht so, wie es oftmals bei den Sachverständigenanhörungen im Bundestag sind, dass die Beschlüsse schon gefällt sind und man jetzt nur noch so ein paar Zitate von Experten braucht, um das nochmal im Nachhinein zu rechtfertigen, sondern der wollte tatsächlich was lernen. Das war in Ordnung. Wir haben da auch verhältnismäßig offen und klar kommuniziert. Auch diese Sache mit dem Datenbrief ist da ganz erheblich eingeschlagen, weil die da die Möglichkeit gesehen haben, sich mal ein bisschen zu profilieren. Also der Innenminister hatte wohl schon das Bestreben, mal aus den Stapfen seiner Vorgänger rauszutreten und als der übliche Feind von Datenschutzregelungen sozusagen in Erscheinung zu treten. Jetzt muss man natürlich trotzdem sagen, man muss das alles mit Vorsicht genießen, weil am Ende des Tages kommen dann wieder die Abteilungen hoch, die sagen, wir wollen aber Vorratsdatenspeicherung, wir wollen dies und wir wollen das. Ist ja auch immer noch so. Ist auch immer noch so, aber immerhin kann man, glaube ich, übereinstimmend behaupten, der Mann stellt sich der Diskussion und macht auch einen sehr viel besonderen Eindruck bei der Beleuchtung und bei der, wenn er auf Sachen antwortet. Also da ist tatsächlich jemand am Nachdenken, bevor er reflexhaft irgendwelche Staatssicherheitspositionen. Das war ja auch dokumentiert. Ich weiß nicht, ob es einige gesehen haben. Also die hatten da zu diesen netzpolitischen Dialogen auch Kameras hingestellt und ich weiß nicht, ob es direkt live gestreamt wurde, aber auf jeden Fall konnte man später die Filme abrufen. Auszüge, aber ja, es war nicht komplett. Es war geschnitten von den 3-3,5 Stunden, fielen dann so 2 Stunden ins Netz. Es ist natürlich schon so, dass die Runde relativ groß war. Da waren jeweils so 20-25 Mann geladen. War also doch eher so, dass man relativ kurz zu Wort kam. Dennoch hat man gemerkt, dass, also zumindest war mein Eindruck, dass unser Innenminister die vielen Informationen, die da kamen, so richtig aufgesogen hat. Was also, daraus macht, das eine andere Frage, aber so eine Veranstaltung wäre mit seinen Vorgängern Schiele oder Schäuble undenkbar gewesen. Ist natürlich auch ein bisschen eine schwierige Situation. Ne? Da ist uns ein Feind mit abhanden gekommen. Schäuble war so wunderbar der Böse, das war total einfach, da dagegen zu sein. Das ist mit dem Misier ein bisschen komplizierter. Also der hört einem zu, der denkt darüber nach, der scheint auch besonnen zu sein. Auf der anderen Seite hat er natürlich irgendwie die ganze Vorratsdatenspeicherung in der Schublade. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man da, also die feine Linie zwischen, okay, wir können mit dem reden und dem real existierenden Probleme erklären, die er vielleicht für uns lösen kann, und wir werden von dem vereinnahmt, um irgendeine Position zu verkaufen, ist halt immer so ein bisschen schwierig zu handhaben. Ja, ich denke, da mit der Vereinnahmung kommt ein paar Folien später. Ja. Da kommen wir auch zurück, ja. Das Problem. Aber also ich denke, bei diesen netzpolitischen Dialogen haben wir das irgendwie ganz gut hinbekommen. Interessant an der Geschichte war, dass wir eigentlich in allen 4 Dialogen überproportional häufig zu Wort kamen. Also es war halt schon so, dass die Position des Kritikers, die uns da so zugedacht wurde, doch schon sehr ausführlich wahrgenommen wurde. Die Schwierigkeit dabei ist halt eben immer genau, also man muss auch bedenken, der de Maizière hat halt schon gewisse Fähigkeiten als begnadeter Troll. Also der ist halt durchaus, setzt sich dahin und wirft so eine provokante These in den Raum, lehnt sich dann zurück und grinst sich eins und sieht zu, wie sich alle anderen um diese These kloppen. Dann kennen wir alle. Ja. Also ist schon, ja, also schon auf jeden Fall interessant, und da muss man eben genau diese Linie immer sehr sorgfältig beachten. So. Ja. Ja, wir waren im Januar auch sonst nicht faul. Wir haben den bestfrisierten Hacker ins Fernsehen geschickt, den wir haben, nämlich Henrik. Ja, was ist da passiert? Es gab einen Vortrag auf dem 26C3. Henrik und Carsten hatten sich hingesetzt und den Logic-Chip ein bisschen bearbeitet. Es waren, glaube ich, noch mehr Leute da involviert mit Abschleifen, Fotos machen, Transistoren hin und her schieben, Krypto-Algorithmus reversen und plötzlich in der Lage sein, einen Klon von Logic-Prime-Karten herzustellen, die ja von Logic als FID-Karten für schon die etwas sichereren Anwendungen verkauft wurden. Und da gab es einen Fernsehbeitrag von Kontraste, wo Kontraste also gezeigt hat, dass diese Karten unter anderem in Sicherheitsbereichen von Flughäfen eingesetzt werden. Es gibt noch mehr sicherheitskritische Bereiche, in denen sie eingesetzt werden. Wir haben zum Beispiel gehört, dass es in Holland Militärinstallationen gab, wo dann spontan so gegen 28. oder 29. jemand beschlossen hat, an allen Türen Wachen zu postieren. Okay. Yet another Beweis dafür, dass Security bei Obscurity nicht funktioniert, dass es nicht funktioniert, Geheimnisse in einem Chip zu verstecken. Ich glaube, da kommen wir später nochmal zum Chip aufschleifen, so gegen Dezember dieses Jahres. Genau, und beim Flughafen können wir gleich bleiben. Flughäfen haben uns ja, glaube ich, alle das ganze Jahr immer mal wieder beschäftigt.
Ich glaube, die vielen Videos, die man jetzt so über diesen ganzen TSA-Fuck-up sehen kann, die sind ja schon Legende. Im Januar ging es mit der Flughafensicherheit 1 los, aber ich glaube, wir haben den Nacktscanner jetzt nicht erwähnt, ging ja hier um einen anderen Vorfall. Ja, also das, eigentlich müsste die Reihenfolge andersrum sein, nämlich, aber ist egal. Es gab ja tatsächlich den experimentellen Einsatz dieser Sprengstoffscanner, bevor die TSA sich dann für die Nacktscanner und das Petting, das Eierkraulen gibt es jetzt auch an amerikanischen Flughäfen, entschieden hat. Ich finde der ein bisschen frauenfeindlich. Ja. Das müssen wir nochmal diskutieren. Ich sag jetzt nicht so Sachen wie Eierstockkraulen. Okay. Ja, es gab jedenfalls interessante Irritationen durch Leute, die irgendwie Honig aus eigenem Anbau transportiert haben und dann erstmal zur Sperrung von ganzen Flughäfen geführt haben. Also die Technologie scheint da auch noch nicht ganz ausgereift zu sein. Und ich meine, diese Diskussion ist ja eigentlich immer noch nicht vorbei. Jetzt war ja in den letzten Tagen die Vorschläge kamen jetzt gerade, dass man die Passagiere doch in Risikogruppen, also so mit gelben Sternchen auf der Jacke, grünen, vorsortiert und ja, das... Wobei das ja wieder weniger frauenfeindlich ist, weil ja quasi dann immer nur die männlichen Terroristengruppen als Risiko... ja, also wenn das deine Gefährder. Ganze Sorge ist, dann hast du recht, ja. gut, wir wollen jetzt keine Gender-Issues dieses Mal. Okay. Im Januar haben wir auch noch uns beteiligt an einer Aktion gegen die Elena-Datenbank. Da gab es eine Petition an den Deutschen Bundestag, die auch zwar nicht vergleichbar ist von der Menge mit der Netzsperren-Petition, aber doch recht erfolgreich war mit über 27.000 Mitzeichnern. Diese Petition befindet sich bis zum heutigen Tage in der parlamentarischen Prüfung. Sprich, das kann noch eine Weile dauern. Im gleichen Jahr, ich habe jetzt mit in Januar einsortiert, gab es aber auch noch die vom Föbut organisierte Massenverfassungsbeschwerde, der sich auch wiederum über 20.000 Menschen angeschlossen haben. Die Verfassungsbeschwerde war insofern nicht erfolgreich, als dass das Gericht die nicht angenommen hat, aber dennoch hat, glaube ich, die Kampagne bewirkt, dass zum Ende des Jahres der Koalitionsausschuss dann doch beschlossen hat, zumindest erstmal den vollständigen Start dieser Elena-Datenbank zu verschieben. Allerdings laufen die Daten weiterhin auf. Das heißt, insofern hat sich nicht so viel getan. Mir schienen die Pressemeldungen, die zu dieser Elena-Sache kamen, doch ein bisschen zu freundlich. Denn am Ende ist es ja nur ein Stück verschoben worden und kein einziges Datum fällt weniger an. Dennoch ist es, glaube ich, ein Teil der öffentlichen Kampagne, die dazu geführt hat, würde ich sagen. Also wir haben dann auch mal experimentell ausprobiert, was passiert, wenn man keine Elena-Daten einreicht, und bislang ist noch keine Mahnung gekommen. Genau. Wir haben den ersten Monat geschafft. Wir können nicht in diesem Tempo weitermachen. Dann sind wir zu langsam. Na gut. Der Februar. Wir haben ja Parteien, denen wir traditionell nahestehen. Dazu gehört natürlich die CSU. Ja, so ähnlich. Also diese Vereinnahmungsdiskussion, nachdem der Innenminister uns dann da eingeladen hatte zu den netzpolitischen Dialogen, da hatte man auf einmal den Eindruck, die brauchen jetzt alle mal Netzkompetenz in ihren Parteien. Die haben irgendwie bemerkt, dass das ein wichtiger Themenkomplex ist. Und dann gab es auch gleich entsprechende Bekundungen, wo man uns überall einbeziehen müsste, bis hin zum, ich weiß nicht, ob wir das als Folie haben, bis hin zu den Rundfunk. Staatsvertragsaufsicht, dass wir jetzt also in Zukunft auch das Fernsehen kontrollieren sollen. Also das war eine Forderung sollen. Der Piratenpartei. Bitte? Das war eine Forderung der Piratenpartei. Das ist doch auch bloß so ein Parteienapparat, oder? Habe ich da was übersehen? Ja, diese Parteienlandschaft halt. Also, und die CSU hat sich dann gleich mal auch positioniert, dass sie also mit uns nicht reden. Es hat sich am Ende des Jahres nicht als wahr herausgestellt. Wir hatten tatsächlich gleich zwei Einladungen dann im Laufe des Jahres von der CSU, mit denen wir auch gesprochen haben. Ich habe mit unserem Haus- und Hof-Juristen zusammen bei der CSU einfach mal Gespräche geführt. Wir haben uns über die inhaltlichen Themen ein bisschen gestritten. Aber so nach außen hin war da mehr Abgrenzung als Umarmung. Ja, also, um da vielleicht kurz nochmal drauf einzugehen, die
Beziehungen bzw. Gespräche zu den diversen Parteien. Da machen wir immer zwei Phasen. Wenn Wahlkampf ist, dann sagen wir viel Spaß, wir machen mal was anderes. Wenn kein Wahlkampf ist, das heißt also diese Vereinnahmungsgeschichte nicht schon allein dadurch stattfindet, dass bekannt wird, dass wir mit denen reden, dann reden wir halt mit allen außer den Nazis und sind dementsprechend halt auch eingeladen zu allen möglichen Gesprächskreisen und netzpolitischen Themen, Dingsten und solchen Sachen. Also da gibt es eine endlose Vielzahl in unterschiedlichen Graden der Hilflosigkeit und man, also auch unterschiedliche Grade der Kompetenz, muss man sagen. Also es gibt mittlerweile eigentlich in allen Parteien zumindest so eine kleine Handvoll von Politikern, die auch selber das Internet bedienen können und wissen, was da passiert. Also die Internetausdrucker sind da nicht mehr stolz drauf, dass sie das Internet nicht mehr selber bedienen können zumindest. Das ist halt irgendwie im Laufe des letzten Jahres ja schon passiert. Das heißt, wir sind da mittlerweile in so einer gewissen Normalitätsphase angekommen. Also Internetpolitik und so Netzpolitik ist eben ein Politikfeld geworden, wie irgendwie alle anderen auch. So. Ja. Wir hatten ja, wenn ihr euch vielleicht erinnert, diesen bei der letztjährigen, also nicht die vom Jahr 2010, sondern vom Jahr 2009, diesen Vorfall auf der Freiheit statt Angst-Demonstration mit dem Radfahrer mit dem blauen Shirt. Die meisten werden sich wahrscheinlich erinnern, da gab es einen kleinen Prügelpolizistenüberfall. Und wir haben insofern damit zu tun, da ja Fefe in seinem Blog und später auch wir auf der Webseite die Kommunikation mit dem Anwalt öffentlich gemacht haben, aber natürlich auch das Video weiterverbreitet haben. Und da gab es im Jahr 2009... Wir haben den Anwalt sogar finanziert. Wir haben ja das Opfer anwaltlich vertreten lassen, sozusagen. Also hat sich natürlich... Das auch, aber dazu kommen wir gleich noch. Aber wir hatten ein bisschen größere Debatte in Berlin, nämlich nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Bundesländern, nämlich nach der Kennzeichnungspflicht. Und wir haben eigentlich immer in diesen Pressemitteilungen, die wir dazu gemacht haben, auf die Kennzeichnungspflicht hingewiesen. Also es war schon immer eine Verbindung da. Und... wir haben ja tatsächlich überraschenderweise dann Ende des Jahres einen Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses, dass tatsächlich die Kennzeichnungspflicht für die Berliner Polizisten zumindest kommen wird. Da kann man vielleicht auch noch kurz zu sagen, dass in der Tat das Bildmaterial, glaube ich, sehr hilfreich war, um auch den Abgeordneten die Verantwortlichkeiten von Polizeibeamten im Dienst, dass die nachvollzogen werden können müssen, vor Augen geführt hat. Es gab dann ja auch auf anderen Demonstrationen im Laufe des Jahres Vorfälle, wie es die immer gibt, was sich aber, glaube ich, tatsächlich kulturell verändert hat. Und das hat so ein bisschen mit der FSA-Aktion zu tun, ist, dass die Leute massiv mit Kameras draufgehalten haben. Handys, alle möglichen Blitzlichtgewitter, wie bei Paris Hilton. Und also da sich schon kulturell, glaube ich, auch bei den Polizeibeamten langsam eine Veränderung einstellt, dass sie bemerken, dass sie dann nicht im luftleeren Raum und nicht im rechtsfreien Raum ihre Gelüste nach Abreaktionen oder was auch immer frohen können. So. Nun ist aber deshalb nicht unbedingt unser Verhältnis zur Polizei ganz ungetrübt, wie sich im Februar an einem anderen Vorfall gezeigt hat. Denn einer der CCC-Sprecher, den wir natürlich hier namentlich nicht benennen, ist vom Polizeikongress geflogen, der hier im selben Gebäude stattfindet. Vielleicht ja, will Andreas mal darüber berichten. Die Story dazu ist ganz lustig. Und zwar hat er, also den Polizeikongress, ich weiß nicht, wer ihn kennt, es handelt sich dabei um eine Veranstaltung einer Zeitung namens Behördenspiegel, die, obwohl Behörde im Namen vorkommt, natürlich keine Behörde ist, sondern eine kleine Verlags GmbH, die also hier den Europäischen Polizeikongress veranstaltet und es also geschickt eingefädelt hat, dass es nach außen hin so aussieht, als hätte es ein bisschen was mit dem Staat zu tun, weswegen auch der Staat sich genötigt sieht, hier aufzutauchen, wegen der internationalen Relations und so weiter und so fort. Unter anderem hat der Staatssekretär eine Rede gehalten hier, sind also immer wichtige Leute da. Und einer unserer Sprecher hatte einen beruflichen Grund, hier zu sein, ein oder zwei Vorträge hören zu wollen. Es ging um Katastrophen und Zivilschutz. Und einen Tag vorher, also es ist ja manchmal bemerkenswert, was Trolle erreichen können. Tag vorher hat jemand auf Indymedia gepostet, ja, wir haben zum Kongress das gesamte Gebäude verwanzt und werden den Polizeikongress also abhören. Es gab da sehr interessante Gespräche auch zwischen dem Veranstalter dieses Kongresses und dem Betreiber des Gebäudes, weil die gefragt haben, naja, gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten, in welche Räume
Sind die dann hier so drin? Was machen die dann hier so mit der Technik? Und da so, naja, die kriegen halt einen Schlüssel. Und also bemerkenswert auch die Vorstellung, dass man durch den Rausruf einer identifizierten Person das Abhören, also die Wanzen auf den Audioleitungen quasi entfernen könnte. Ist vollkommen logisch. Also das Ganze war im Kontext in der Tat dieser Indie-Media-Meldung und die Paranoia dieser Leute, die muss wirklich, die muss... Also zumal auf diesen Polizeikongressen nichts Wesentliches besprochen wird. Ne? Es sind halt reine Industrie-Lobbying-Veranstaltungen, auf denen so ein bisschen die nächsten Projekte ausgekungelt werden. Und also da ist sozusagen nichts, was irgendwie... Das ist nicht die Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, also da ist nichts, was auch nur den Einsatz eines Kabels lohnen würde. Sie haben übrigens offenbar, wie man auf dem Bild sieht, nicht so einen gut gehenden Vorverkauf. Nun ja, also wir sehen, unser Verhältnis zur Polizei bleibt ambivalent. Im Februar hat uns natürlich auch noch ein Thema beschäftigt, was eigentlich das ganze Jahr ein Thema des CCC war und über das Alva ja am Anfang schon länger berichtet hat. Nämlich im Februar hat ja unser damaliger Bundespräsident, der ja später aus unerfindlichen Gründen zurücktrat, das Zugangserschwerungsgesetz unterzeichnet. Wir würden eigentlich gerne nochmal auf einen Umstand hinweisen, der aus meiner Sicht nach wie vor zu wenig berichtet wird, insbesondere in seiner historischen Singularität. Wir wollen nochmal betonen, dass das Gesetz, was eine große Mehrheit des Deutschen Bundestages beschlossen hat, einfach mal per Erlass des Innenministeriums außer Kraft gesetzt worden ist. Und zwar genau für den Zeitraum, in dem eine Verfassungsbeschwerde üblicherweise möglich ist, nämlich 12 Monate. Mit dem etwas unlogischen Beisatz, dass während das Gesetz ausgesetzt ist, also keine Sperrlisten beim BKA angelegt werden, eine Evaluation durchgeführt wird, ob denn diese Sperren sinnvoller sind als Löschen. Also der interessante Punkt dabei ist eben, dass ein offensichtlich ziemlich durchsichtiger Versuch ist halt, eine Verfassungsbeschwerde dagegen zu verhindern. Denn man muss bei einer Verfassungsbeschwerde sehr klar deutlich machen, dass man persönlich betroffen ist. Derjenige, der Beschwerdeführer ist, muss eine persönliche Betroffenheit nachweisen. Schwierige Sache, wenn ja die Sperrung und die Sperrlisten gar nicht existieren, sowohl für den normalen Surfer im Internet, aber natürlich auch für betroffene Provider und so weiter. Dennoch ist ja vor kurzem, nicht ganz unumstritten, die Verfassungsbeschwerde vom Föbut angekündigt worden. Also wir werden sehen, wie das weitergeht. Die Frist läuft ja noch eine Weile, denn wenige Tage nachdem Köhler das Gesetz unterzeichnet hat, tritt es ja dann oder ist es in Kraft getreten. Dennoch, ich werde das nochmal betonen, es gibt in der Geschichte der Bundesrepublik kein Gesetz, was einfach per Erlass, also ein gültig zustande gekommenes Gesetz, was eine große Mehrheit beschlossen hat, einfach mal außer Kraft gesetzt wird. Und mich wundert, dass die vielen Juristen, die wir hier in Deutschland haben, sich das so einfach gefallen lassen. Ja. Wobei wir natürlich auch nicht wollen, dass dieses Gesetz wieder in Kraft tritt. Also so ist jetzt auch nicht. Nun ja. Wir haben noch die Kategorie merkwürdige Meldungen im Februar. Die wird Anima betreuen. Genau. Es gab ja diesen wohl dokumentierten Vorfall, wo der Mossad in Dubai einen palästinensischen Waffenhändler, nennt man das. Ja, Waffenhändler, wie sie ihn nennen, wie auch immer, jemanden um die Ecke bringen. Die Szene, die hier im Bild seht, ist tatsächlich die markanteste, weil hier das Team, das den Mann umgebracht hat, gerade aus dem Hotelzimmer kommt und der eine vergessen hat, die Gummihandschuhe abzuziehen, die man also da weiß im Bild sieht. Das ist insofern bemerkenswert, als dass das Video, das man sich wirklich angucken sollte, das gibt es ja auch im Netz, das zeigt natürlich nicht alles. Ich gehe davon aus, dass die noch viel mehr hatten. Es war aber wohl tatsächlich so, dass bestimmte Telefonate, in diesem Fall nach Wien, wo offenbar die Operation koordiniert wurde, also in der Tat Telekommunikationsüberwachung der Anfangspunkt oder einer der Anfangspunkte der Ermittlungen waren. Und das schon beachtlich ist, was, wenn so ein Scheich mal so richtig schlechte Laune kriegt und er seine teuren spielzeugbetreuenden Jungs mal so ein bisschen anpfeift, was die dann so zusammenkriegen aus so Überwachungskameramaterialien. Das ist
tatsächlich ein gutes Lehrstück, um mal zu sehen, was so geht. Deswegen ist das hier mal so erwähnt, weil das einfach mal ein Überwachungsstaat mal andersrum betrachtet ist. Der Februar brachte auch noch in puncto Grafenreuth Schlagzeilen. Denn ja, also ich habe ja diese Folie vorher genannt gehabt, Grafenreuth löst ein Problem. Das fand Constanze ein bisschen zu pietätlos. Aber es fällt mir wirklich schwer, über den Mann was Positives zu sagen. Es gab ja im CCC-Umfeld einige, die ihn zu Vortragsveranstaltungen geladen haben, weil gesagt haben, naja, der hat ja einen edukativen Anspruch und der macht das ja nicht wegen dem Geld, sondern damit die Jugend lernt, die Gesetze zu ehren oder zumindest zu achten oder wahrzunehmen oder so. Der hat sich ja lustigerweise ausgerechnet an der Tageszeitung, an der Taz vergriffen, wo er über eine ungerechtfertigte Abmahnung, obwohl die bezahlt wurde, die strafbewährte Gebühr, die er da eingefordert hat, behauptet hat, er hätte das Geld nicht bekommen und dann die Domain der Taz beschlagnahmt hätte. Und Johnny Eisenberg hat dann mit technischer Unterstützung den Mann mal so ein bisschen dahin gezerrt, wohin gehört, nämlich vor Gericht. Das hat er offenbar langfristig nicht verragen und hat sich dann im Haus seiner Studentenverbindung, wo jetzt die nächste Folie ins Spiel kommt, erschossen. Diese Studentenverbindung ist tatsächlich, fällt eher so auf durch so rechtsradikale Mitglieder, die aus dem NSDAP noch kommen. Der Herr Ratzinger ist da Mitglied, gut, das muss ja nichts heißen. Und das sind schon lauter komische Leute, wo man dann, wenn man dann noch das Stichwort Homosexualität dazu nimmt, wo man dann so ein ganz komisches Bild bekommt von jemandem, der offenbar auch nicht mehr anders zu wissen wusste, als immerhin mit dem Pfad der Erkenntnis. Also immerhin müssen wir ihm ja dankbar dafür sein, dass er sich in einer Art und Weise außer Gefecht gebracht hat, wo man immerhin noch wusste, aha, da gibt es also noch mehr und noch so komische Netzwerke. Wir werden jetzt unauffällig überleiten zum nächsten Thema. Okay, ja, ich halte mal die Schnauze. Im Februar fing eigentlich der ganze, ja, der Medienhype, aber natürlich auch die vielen Debatten, die mit Politikern da gefolgt sind, über die Vorratsdatenspeicherung an. Das Urteil war ja noch nicht gesprochen. Dennoch war es so, dass wir das schon anhand der vielen Anfragen, die zu der Zeit kamen, gemerkt haben, na, jetzt wird das Urteil bald kommen. Das hier ist die Seite 1 des Feuilletons der FAZ. Das ist nämlich direkt aus unserem Gutachten Grafik und einen großen Artikel, den Frank dazu geschrieben hat. Also es wurde, bevor das Urteil überhaupt kam, schon nochmal ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch, dass die Rolle des Clubs hier auch sehr wichtig war, wirklich nochmal zu erklären, was kann man mit solchen Bewegungs- und Sozialprofilen machen. Wir haben uns da eigentlich so gut ein paar Wochen schon vor dem Urteil, bevor dann auch der Termin für das Urteil klar war, da sehr viele Presseanfragen gehabt. Das war schon deutlich zu merken. Und dann am 2. März war das Urteil. Ja, irgendwie haben wir das mit der Pressearbeit da scheinbar auch übertrieben. Nee, es gab die schöne Meldung bei Spohn. Also das bezieht sich eigentlich überhaupt nicht auf uns, sondern überhaupt das ist ein nicht. Artikel über die Beschreibung des Zustands der Bundesregierung. Wo wir doch sehr lachen mussten. Nee, ich habe dann die Spiegel Online-Redaktion da angemeldet, habe gesagt, dass wir uns da verunglimpft fühlen mit diesem. Einfach eine Rufschädigung, aber die meinten, dass das holistisch zu betrachten sei. Aber sie haben es auch geändert. Haben sie? Ja, sie haben es geändert. Also besonders, ja, schön, war ganz schön lang online. Besonders schön an diesem Bild ist die Symboldarstellung von die ISPs fangen an, Daten zu löschen. Die Süßers haben sich offenbar echt in Schale geschmissen, um irgendwie diese heilige Löschoperation durchzuführen. Also ich weiß nicht, ich war ja schon in so ein paar Rechenzentren, aber ich konnte bisher noch keins finden, wo vorne so ein Schrank mit irgendwie so Frecken hängt, wo man dann irgendwie so, wenn mal wieder was Schönes zu löschen ist, bitte Frack anziehen. Und ich dachte, das wäre aus irgendeinem Film.
Wir merken uns das für die nächsten Fotos, die wir gerne von Admins sehen wollen. Aber wir hatten ja also Zero Day Suit schon gut geklärte Hacker. Also vielleicht nochmal ein paar Sätze zu dem Urteil. Das war ja das letzte Urteil des mittlerweile ausgeschiedenen Verfassungsgerichtspräsidenten Papier, den wir hier auch sehen. Wir sind wieder mit einer Delegation dahin gefahren. Ich denke, wir waren bestimmt so auch 6 oder 8 Mann vom CCC. Ich glaube, bevor wir hingefahren sind, war eigentlich auch schon in der breiten Öffentlichkeit klar, dass es eine Klatsche geben würde, dass also schon eine große Kritik an dem angegriffenen Gesetz geübt werden würde, aber niemand hatte wirklich eine Idee, wie es kommen würde. Und also zumindest aus meiner Sicht waren wir doch überrascht darüber, dass das Urteil zu großen Teilen sich mit der Frage der Datensicherheit auseinandersetzt. Also die Frage, wie müssen eigentlich die Provider, sollte es in Zukunft irgendeine Form von Vorratsdatenspeicherung geben, wie müssen diese Daten gesichert werden, und zwar teilweise sehr detailliert. Also ich weiß nicht, wie viele von euch sich mit dem Urteil mal ein bisschen intensiver befasst haben. Da hat der durchschnittliche Jurist schon Probleme, das technisch zu verstehen. Da ist auch natürlich wieder mal ein Niveau, auf dem Karlsruhe sich technisch mit der Vorratsdatenspeicherung auseinandergesetzt hat, doch sehr hoch war. Im Nachhinein, also wir haben jetzt kürzlich nochmal intensiv über das Urteil geredet, da ja das ganze Jahr eigentlich von weiteren Debatten über die Vorratsdatenspeicherung geprägt war, sind uns doch einige Aspekte aufgefallen, die wir in unserem Gutachten nicht erwähnt hatten, die auch in der Anhörung in Karlsruhe nicht zur Sprache kamen und entsprechend aus meiner Sicht inhaltlich in diesem Urteil ganz deutlich fehlen. Und das ist insbesondere die Ausnahme, die in dem Urteil gemacht wird für IP-Adressen. Hier wird ja sehr stark unterschieden zwischen den Bewegungs- und Telekommunikationsverbindungsdaten, die bei Mobiltelefonen und Festnetztelefonen anfallen, und den IP-Adressen. Und aus meiner Sicht und angesichts der ja im Prinzip ja in wenigen Monaten zu erfolgenden Umstellungen auf IPv6 und der Problematik, die sich mit dem Datenschutz und IPv6 verbindet, ist es aus meiner Sicht ganz klar so, dass wir deutlicher kommunizieren müssen in diesem Jahr. Denn das ist schließlich das letzte Jahr, wo Sie so einen Gesetzesentwurf eventuell noch eintüten könnten, dass das IP-Problem so, wie dem Urteil steht, nicht betrachtet werden kann und dass man IPv6 mit betrachten muss. Ich habe das in letzter Zeit bei so klassischen Lobbygesprächen auch schon mal probiert. Das heißt, ich habe versucht, den Parlamentariern mal die Problematik in einfachen Worten zu erläutern. Da war doch so ein bisschen Verständnis schon dafür da. Ich denke, das sollte unsere Linie sein, damit umzugehen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass diejenigen von euch, die bei ISPs sitzen, da auch in der Verantwortung sind, darauf einzuwirken, dass eben, wenn die Umstellung auf V6 passiert, die IP-Adressen tatsächlich random vergeben werden und eben nicht personalisierte Präfixe eingerichtet werden, anhand dessen sich dann das Internetverhalten jedes einzelnen problemlos nachvollziehen lässt. Das heißt, also, da gibt es halt wie immer einen technischen und politischen Aspekt. Wir sind da wie immer auf beiden Seiten des Problems und da müssen wir auf jeden Fall ran. Also es ist ganz klar, dass die Forderung sein muss, dass auch bei V6, auch wenn man da so schön personalisierte Präfixe vergeben könnte, es eben nicht zu tun, sondern auch die IPv6-Adressen random zu vergeben. Nun denn, also festzuhalten bleibt, auch wenn Politdarsteller ja gerne was anderes behaupten, das Gesetz ist verfassungswidrig und war nichtig. Entsprechend ist die ewige gebetsmühlenartige Wiederholen davon, dass die Vorratsdatenspeicherung ja nicht so wirklich verboten wurde, nur so die halbe Wahrheit. Und es lohnt sich, glaube ich, auch immer noch, sich das Urteil mal in Gänze zu Gemüte zu führen. Wenige Tage nach dem Urteil, was dankenswerterweise, erfreulicherweise an meinem Geburtstag kam, hat mich sehr gefreut, war ein schönes Geschenk, haben wir die bizarrste Meldung des Jahres bekommen vom allseits beliebten Bund deutscher Kriminalbeamter. Und die war so schön, die wollten wir hier mal zitieren. Ja? Als Gesellschaft befinden wir uns in einer problematischen Gemengenlage, in der weder Politik noch Justiz die Herausforderung verstehen, ohne in fast schon verantwortungsloser Weise abhängig zu sein von Lobbyisten aus dem Bereich der IT-Industrie, in Klammern Politik, oder sich ausgesprochen einseitig vor der Urteilsfindung durch den Chaos Computer Club beraten zu lassen. Also
Also interessant in so Diskussionen mit Vertretern der Strafverfolgungsbehörden ist dann immer, also wir sagen dann halt, come on, ihr habt auch in Karlsruhe die Gelegenheit gehabt, bei den Anhörungen euren Punkt zu vertreten. Und ihr habt es einfach mal verkackt. So, also ich meine, da kam halt nichts. Ja? Also man Na sich, doch, der Enkeltrick. Ja, also da kommen halt, also war auch interessanterweise in den netzpolitischen Dialogen, wenn es um die Vorratsdatenspeicherung ging, war halt genau dasselbe Spiel. Wir haben gesagt, okay, macht mal Butter bei die Fische, wenn ihr tatsächlich Sachen habt, für die ihr die Vorratsdatenspeicherung braucht, dann bringt die doch mal auf den Tisch. So, erklärt uns doch mal, warum ihr wirklich die Vorratsdatenspeicherung braucht, warum ihr nicht mit Quick-Freaks klarkommt oder warum ihr nicht mit wesentlich verkürzten Speicherfristen klarkommen würdet. Und was da kam, war halt Gelaber. Ja? Also so Zeug wird irgendwie, wo man sagt, naja, also entweder ist es keine schwere Straftat, die halt irgendwie ein derartig umfangreiches Datenerfassen rechtfertigen würde, oder es würde schlicht nicht helfen. Also die sind da tatsächlich mit Fällen aufgelaufen, wo objektiv, selbst bei ganz nüchterner Betrachtung, die Vorratsdatenspeicherung nicht helfen würde. Und also ganz abgesehen von so Argumenten wie, naja, wir sind halt nicht so schnell beim Einreichen der Anträge. Deswegen müssen wir länger speichern. Also. Darauf läuft es am Ende hinaus. Also die sagen halt, naja, wir brauchen halt die Zeit, weil unsere Bürokratie so langsam ist. Ja? Und das also der Punkt ist wohl, also für uns gilt ganz klar, wir machen nicht den Char. Wir werden weiterhin ohne Abstriche fordern, dass diese anlasslose Speicherung von Telekommunikationsdaten nicht kommt. Überhaupt keine Frage. Und deshalb... Ich sehe da auch genau gar keinen Grund, irgendwie entgegenkommen zu zeigen, weil wir dann die Tür öffnen für alle möglichen anderen präventiven Datensammlungen. Und also sehe auch inhaltlich da wenig Grund. Dass man Einzelfälle konstruieren kann, ist eine Sache, das heißt noch lange nicht, dass sie uns alle irgendwie in Überwachungshaft nehmen. Anyway, wer sich jetzt fragt, warum dieser Reset-Knopf auf der Folie ist, dann möchte ich noch erinnern, der BDK. Der hat in diesem Jahr noch eine viel geilere Pressemitteilung. Die war so herrlich, ich habe die jetzt nicht zitiert. Er hat gefordert, dass wir fürs Internet einen Reset-Knopf bräuchten. Die Frage, die sich mir unmittelbar danach gestellt hat, war, auf welches Jahr resetten wir denn? Ich weiß nicht, das war auf der Bizarro-Skala so weit oben, dass wir konnten eigentlich keine Folie dazu machen. Nee, das war... Ja, also weit oben, naja. Wir haben uns jedenfalls kurz nach dem Urteil noch zu einer anderen Sache entschlossen, uns nämlich einen offenen Brief anzuschließen, der sich an die Bundesjustizministerin richtet, an Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, und ihr auch den Rücken zu stärken. Und ich muss sagen, ich bin nicht wenig stolz, dass auch nach vielen Monaten... die Justizministerin bisher da immer noch Rückgrat gezeigt hat. Und ja, einer der wenigen Lichtblicke bei der FDP. Einer der wenigen Lichtblicke bei der FDP. Ja. Also. Aus meiner Sicht ist ganz deutlich, wenn sie nicht wäre und diejenigen, die ihr wiederum den Rücken stärken und natürlich auch eine starke Zivilgesellschaft, die nach wie vor sagt, dass wir keine Vorratsdatenspeicherung brauchen, dann denke ich, hätten wir schon lange ein Gesetz. Also ich denke, da können wir ganz zufrieden sein. Und wenn wir es gut hinkriegen, dann schaffen wir es bis zur nächsten Wahl und dann können wir immer wieder hoffen. Naja, die Hoffnung stirbst du nicht. Naja, man muss auch dazu sagen, dass die, was ja gerade läuft, ist ja die EU. Neubetrachtung dieses ganzen Themas, eben auch aufgrund der Tatsache, dass verschiedene Länder halt einfach die schlicht nicht umgesetzt haben, entweder aufgrund von höchstgerichtlichen Urteilen oder wie bei den Ösis wegen, nö. Ich finde ja die Österreicher, ja. Ja, also dieses österreichische Beharrungsvermögen bei solchen Ich bin echt stolz drauf. So halt irgendwie schon, also ich hatte so einen gewissen Charme. So. Es hat natürlich ja, nicht nur positive Folgen, aber zumindest es scheint ein effektiver Weg des Umgangs mit diesem EU-Unsinn zu sein an einigen Stellen. Wer das nochmal im Detail wissen will, was die europäische Ebene betrifft, wir hatten ja am ersten Tag von Patrick und Ralf und jedenfalls einen Überblick über die EU-Problematik. Den kann man sich ja vielleicht auch bald runterladen. Wir werden nichts zu den Videos sagen, oder? Nee, wird schon gehen. Wir haben eigentlich noch diese ganz kurze Meldung für den April, weil im April ja Alex Helderman, den wir hier sehen, und in der Mitte Harry Prasad und Rob Kongreib die Pressemitteilung zum Hack der indischen Voting Computer
veröffentlicht haben. Eigentlich haben wir die Folie nur gemacht, weil der Bild so schön ist. Das Foto ist so großartig. Ja. Also sieht, was Sie da in der Hand haben. Wie die alten Bill Gates Bilder, oder? Also was Sie da in der Hand haben, ist tatsächlich so ein Voting-Computer, wie er in Indien verwendet wird. Und ist ein ziemlich absurdes System so, also auf mehr so Elektronik eines Taschenrechners aufbauend. Und damit wählen da halt irgendwie 1 Milliarde Leute. So. Und insofern sind die Probleme, die da bei der Betrachtung der Sicherheit dieses Systems auftreten, natürlich auch relativ umfangreich. Ich denke mal, Rob wird da nächstes Jahr zu erzählen. Ja, er hat ja auch ein bisschen was dazwischen erzählt. Also es gab ja noch so ein bisschen Nachklang dazu. Hari Prasad, der hier in der Mitte steht, hatte später Probleme mit den indischen Behörden. Auch Helderman und Rob hatten ja Schwierigkeiten bei der Wiedereinreise dann jetzt Ende des Jahres. Dann hat er ja auch drüber geblockt, wenn vielleicht einige gelesen haben. Also die Behörden zeigen sich da so ein bisschen, wie soll man sagen, beleidigt. Haben mal wieder diejenigen, die Botschaft zu überbringen haben, für schuldig erklärt. Aber nun ja, auch hier, wir kennen ja Rob, wird er sicherlich den Kampf gewinnen irgendwie. Okay, wir werden noch ein paar von den kleineren Veranstaltungen, die wir von den verschiedenen FH-Kreisen organisiert haben, kurz besprechen. So, mittlerweile haben sich ja die regelmäßigen kleineren Veranstaltungen fast alle eigentlich etabliert und sind zu so einem festen Bestandteil geworden. Und ich glaube, dieses Symbolbild über die Serie Easter Hack in München fand ich besonders schön, weil die kleinen Selbstbauteile sehr beliebt waren. München hat sich aus meiner Sicht sowieso total toll entwickelt. Also sehr viele Nachrichten, die jetzt noch so kommen im Laufe des Jahres, kommen aus München und haben einen irgendwie so positive Vibes. Also ich finde, in München rockst, da müsst ihr alle mal hinfahren. Ja, also die zum Beispiel. Ja, auch die lustige Installation unten in der Cafeteria-Lounge mit dem Bällebad und so ist auch den Münchnern zu verdanken. Insofern. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist ja. Dann gibt es auch dieses Jahr wieder, also nächstes Jahr quasi, wieder ein Easter Hack und dann müsste es ja wieder in Hamburg sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja, müsste. Ah, okay. Wir hatten ja nur schon einige der Umarmungs- und Kuscheltendenzen aus der deutschen Politik und im Mai startete eine weitere solche, nämlich die Einsetzung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zum Thema Internet und digitale Gesellschaft. Viel spannender als die eigentliche Enquete-Kommission war eigentlich das davor, denn so 8-9 Wochen bevor das so losging und sich die Sitzung, die konstituierende Sitzung im Mai dann stattfand, haben wir da so Rascheln in unserer Inbox erlebt. Also plötzlich so kontaktierten uns so alle Parteien. Bis wir dann so mitkriegten, dass irgendwann ein Busch ist und ein gemeinsamer Antrag über alle Fraktionen hinweg diese Enquete-Kommission einsetzen sollte, die übrigens tatsächlich wie eine Untersuchungskommission ist, eben nur ohne natürlich irgendeine Form von gesetzgeberischer Handhabe. Na, jedenfalls haben wir uns mit allen Parteien getroffen und mit allen geredet. Es war auch ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Parteien da so an das Thema rangehen. Und wir haben uns am Ende, wir haben uns eigentlich, Frank würde mal sagen, warum wir uns wie entschieden haben. Ja, also die Diskussionen waren halt natürlich sehr, sehr länglich, mit welcher, also so eine Enquete-Kommission funktioniert so, da sitzen halt die Parteien und jede Partei kann entsprechend ihren Proporz Sachverständige benennen. Und wir haben halt eigentlich aus allen Parteien die Anfrage bekommen, ob wir nicht Leute als Sachverständige in diese Enquete-Kommission schicken wollen. Und nun war halt die Frage, für wen entscheiden wir uns da? Also A, machen wir mit, also gehen wir da hin. Und da haben wir nach längerer Diskussion entschieden, ja, machen wir. Und sei es auch nur, um, wenn das irgendwie total scheiße ist, halt wieder zu gehen. Und es gibt da ja immer noch diesen Halbsatz mit, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also wir sind schon moralisch verpflichtet, es wenigstens auszuprobieren. Genau. Richtig. 20-4. Und die Diskussionen mit den Parteien fokussierten sich dann im Wesentlichen unter anderem darauf, welchen Spielraum hat man da, inwieweit versuchen die Parteien auf die Arbeitsweise der Sachverständigen Einfluss zu nehmen, wie sind die Positionen der Parteien, erwarten die Parteien, dass man da die Parteiposition vertritt. Und, hat die Partei überhaupt eine Position in der Netzpolitik? War auch ganz spannend zu sehen. Ja. Und am Ende war es halt so, dass die Wahl halt auf die Linke fiel.
Und zwar mit, ehrlich gesagt, mit großem Abstand. Also nach den Gesprächen war uns sehr schnell klar, dass es sowohl inhaltlich wie auch von dem Anspruch, den die beiden Abgeordneten, nämlich Petra Sitte und Halina Wawrzyniak für die Linken dort haben, da war uns sehr schnell klar, dass wir dahin wollen, was uns selber gleich, also was wir vorher vielleicht nicht erwartet hätten. Ja, also war halt ein, also wir sind damit mit offenem, ja, offenendig rangegangen. Nach und nach haben sich halt alle disqualifiziert, als erstes halt SPD und CDU. Und am Ende war dann halt noch so ein bisschen die Wahl zwischen Grünen und Linken und wir haben uns dann halt für die Linken entschieden, eben deswegen, weil die uns versichert haben, so pass auf, ihr könnt da machen, was ihr wollt. Ihr müsst keine Parteiposition vertreten, im Gegenteil. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Wir wissen natürlich mittlerweile von, also man kennt, also ich sitze ja dann in der Kommission, ja. Man kennt ja mittlerweile nur die Sachverständigen von allen Bereichen. Wir sind immer sehr lustig, es war auf der einen Ecke bei Schwarz-Gelb, da sitzen immer alle Männer mit einer Ausnahme und bei uns sind immer sowieso die bunten Frauen und die mit den Schals und so, das ist immer ganz lustig. Es ist durchaus so, dass die Sachverständigen anders behandelt werden von den verschiedenen Fraktionen und uns war schon wichtig, dass uns da keiner inhaltlich reinredet und wir da einfach nur unsere sachverständige Meinung äußern können. Und das erste Thema dieser Enquete-Kommission war tatsächlich mir persönlich auch sehr wichtige Thema, nämlich Netzneutralität, und es gab eine lange Anhörung und dann ja, genau. War Andreas unser Sachverständiger, Sachverständiger. Da hatte ich nämlich auch zwei Einladungen. Mail gekriegt von der Fraktion jeweils von zwei Parteien, sag mal, willst du nicht was zur Netzneutralität erzählen? Habe ich mal beiden zugesagt, dann kam ich also von beiden Informationen geschickt und siehe da, es war dasselbe Datum. Musste ich dann der einen Partei erzählen, dass ich da zwar sehr wohl kommen werde, aber nicht für sie, ob sie ein Problem damit haben, haben sie gemeint, nein. So eine Enquete-Kommission ist schon ein merkwürdiges Ding, weil darf sich ja eigentlich nicht mit Tagespolitik beschäftigen. Und in der Praxis tut sie das natürlich doch, nur dass natürlich das Argument, das gehört jetzt aber zur Tagespolitik, dann teilweise verwendet wird, um die Themen wieder vom Tisch zu nehmen. Also so ganz hat sich mir noch nicht erschlossen, was so das Prinzip dahinter ist. Es sitzen ja auch noch mehr Leute aus dem erweiterten Familienkreis da in dieser Enquete-Kommission. Die können Sie ja auf dem Suchbild ja mal finden. Also ich bewundere Alvas Sitzfleisch, das tatsächlich mit der SPD auszudiskutieren. Also wir müssen nochmal dazu sagen, also vielleicht muss man uns gelegen haben betonen, wir machen das alles freiwillig, ne? Also das ist halt nicht so, dass wir müssen. Ich glaube, das wissen hier alle. Naja, das ist aber gerade im Kontext von irgendwie diskutieren mit Parteien, muss man gelegentlich nochmal erwähnen. So. Weil die liegen ja Schmerzgrenze, oder was? Ja, also ich meine, das ist halt so, irgendwo ist halt die Schmerzgrenze und dann ist halt irgendwie so, naja. Also irgendwann im April 2011 wird so eine Art Zwischenbericht kommen und zum Ende der Legislaturperiode wird ein Schlussbericht kommen. Ob wir uns als Sachverständige dem anschließen, steht uns vollkommen frei. Wenn wir den inhaltlich nicht unterzeichnen können, dann haben wir die Möglichkeit, Sondervoten abzugeben. Mal sehen. Am Ende ist es so, dass vielleicht die nächsten 5 oder 10 Jahre der Netzentwicklung dort abgesteckt werden sollen. Und zumindest die Diskussionen in der Netzneutralität und in der Datenschutzgruppe sind bisher sehr spannend. Wir werden sehen. Also ich glaube nicht, dass... Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Ich meine, wir haben es in anderen Verfahren schon erlebt, dass wir bei Gesetzgebungsverfahren als Gutachter geladen wurden. Dann haben wir da von dem Ausschuss erzählt, ist alles scheiße, was ihr macht. Dann haben sie es trotzdem gemacht. Ne? Also Hackerparagraf nenne ich da mal als Beispiel. Gab noch ein, zwei andere. Ja, genau. Okay, aber genug zur Enquete. Also ich denke, wer sich das angucken will, das wird ja, zumindest die Sitzungen sind alle öffentlich. Man kann sich das ansehen. Man hat die Möglichkeit, über so ein Forum und so einen Blog zu kommentieren. Man kann da durchaus mitmachen, denn der sogenannte 18. Sachverständige ist die Öffentlichkeit. Wenn ihr also Lust habt, jeder kann sich da beteiligen. Allerdings ist natürlich in den einzelnen Arbeitsgruppen dann doch wieder von der schwarz-gelben Mehrheit beschlossen worden, dass wir da nicht öffentlich tagen. Das heißt, die Projektgruppen sind dann eine geschlossene Sache. Aber zumindest auch von den meisten der Abgeordneten wird die Einbindung der Öffentlichkeit schon betont. Okay. Im Mai gab es in Köln die SIGINT, wo ja, ach, nee, sag mal was dazu, Andreas. Ich soll mal was dazu sagen. Naja, es gibt auch in Köln und in Köln-nahen Gebieten aktives Chaos und da gab es das Bestreben oder gibt es das Bestreben, auch eine Veranstaltung zu machen, das ist die SIGINT geworden, wo der Fokus halt ein bisschen mehr liegt auf politischen Themen, auf Vorträgen auf Deutsch und nicht ganz so groß. War auch vom Presseecho her relativ erfolgreich, also die Öffentlichkeitsarbeit und Journalisten, was erzählt, geteilt durch Anzahl der Besucher, ist höher als auf dem Kongress gewesen. Dafür waren nicht so viele Besucher da.
Wir werden nächstes Jahr die SIGINT nicht als eigene Veranstaltung machen, sondern das ins Camp integrieren. Denn wir werden ein Camp haben. Wir werden ein Camp haben, genau. Du sag mal, Andreas, machen wir eigentlich einen Vorverkauf für Camp? Ja? Ich muss weg. Also nach bisheriger Planung ist auf dem Camp genügend Platz für alle. Das sagst du jetzt. Ich sagte nach bisheriger Planung. Ja, im Mai, Juni waren da nochmal verschiedene Gerichtstermine. Ich kümmere mich ja also um die juristischen Angelegenheiten des Clubs. Zum einen ist immerhin mit Schreiben vom 21. Juni, das ist also nur 21 Monate nach dem Vorfall, das Ermittlungsverfahren schon mal gegen den Fahrradfahrer selbst, also gegen das Prügelopfer wegen angeblichem Widerstand gegen die Staatsgewalt und anderen Dingen eingestellt worden. Leider ist es uns noch nicht möglich, die mittlerweile so einen Aktenordner füllenden Schriftsätze zu veröffentlichen. Das liegt daran, dass jetzt natürlich noch das Ermittlungsverfahren gegen die Polizeibeamten läuft. Ich freue mich, kann ich nur sagen, auf den Tag, wo ich diese Akten einscannen, vielleicht noch um die Namen geschwärzt ins Netz stellen kann, weil was da an Groteskheit von vermeintlichen Widerstandshandlungen, warum die Polizisten den Mann also krankenhausreif schlagen mussten, zutage kam. Dass, wollen wir dafür eine Whistleblower-Plattform gründen? Ja, später dann. Aber da gibt es so ein Paragraphen, solange ein Ermittlungsverfahren läuft, gehst du dafür in die Kiste. Und das wollen wir mal nicht. Du weißt schon, wenn das rauskommt, wo wir reinkommen, kommen wir da rein, wo wir nicht mehr rauskommen. Und das ist nicht so günstig. Dann hatte ich im Mai, Juni auch noch das Vergnügen, im Berliner Kammergericht einem Vertreter der Berliner Verkehrsbetriebe gegenüber zu sitzen, die uns ein bisschen verklagt hatten, weil auch noch im Nachfeld des Kongresses in einem Wiki so Funkfrequenzen erwähnt waren, auf denen die BVG ihren Displays auf den Stationen mitteilt, wann dann jetzt welches Verkehrsmittel ankommt oder auch nicht. Das Ganze drehte sich um die Frage, inwieweit der Aufruf zum Hacken ein Aufruf zu einer Straftat sei. Und ich hatte dann die Gelegenheit, dem relativ aufgeschlossenen Berliner Richter doch sehr empört zu erklären, dass Hacken überhaupt mal keine negative und auch schon gar keine strafrechtliche Konnotation hat, sondern dass es sich dabei also mir scheint, das ist hier Konsens. Ah ja, klar. Nee, das war auch relativ lustig. Also der Richter war ohnehin verärgert, weil der Vertreter der Verkehrsbetriebe offenbar branchenüblich über 10 Minuten zu spät kam. Insofern haben wir auch. Wir wollen mal nicht so anekdotisch werden, wir haben keine Zeit. Schon okay, aber wir haben dann jedenfalls auch dieses Verfahren gewonnen und somit abschließen können. Wie eigentlich alle Verfahren, oder? Ja, fast alle. Vielleicht jetzt noch erlaube ich mir noch einen kurzen Punkt, den du, wenn ich mal auf die nächste Folie gehe, der so schön als Platzhalter sich taugt, den wir hier nicht als eigene Folie dran haben. Also es gab ja dann diese Auseinandersetzung, könnte man sagen, das habt ihr wahrgenommen, sicherlich alle, unserer Verbraucherschutzministerin Frau Aigner gegenüber Facebook, die teilweise auch technikfern und etwas fern von technischen Realitäten argumentierte. Aber um zu verstehen, warum Frau Aigner da so durchgetillert ist, muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz hier 2 Sätze sich zu Gemüte führen. Nämlich, es ging ihr ja um die Synchronisationsfunktion von Facebook, wo die Nutzer des iPhones eben das Telefonbuch ohne das Wissen des Benutzers synchronisieren. Bei dem Ministerium hatte sich ein Psychotherapeut gemeldet. Ihm ist aufgefallen, dass seine Patienten andere Patienten als Freundschaftsvorschläge von Facebook bekamen. Und da kann man dann schon ein bisschen verstehen, warum die da mal ein bisschen Adrenalin in die Sache gebracht hat und mal ein bisschen aggressiv da vorgegangen ist vielleicht, auch wenn sie vielleicht noch etwas fachliche Beratung, die sie mittlerweile auch einberufen hat, benötigt, um das sachgerecht anzugehen. Hat sich aber stets bemüht. Wir haben es dieses Jahr wieder geschafft, eine Datenschleuder rauszubringen. Wir hoffen.
Sie war auch übrigens enorm begehrt. Wir haben da wieder stundenlang unten im CCCB gehockt und per Hand, wir sind ja da irgendwie wenig automatisiert, da diese Schleudern eingetütet und nochmal nachbestellt. Also sie, offenbar war die Freude darüber, nochmal wieder einer zu haben, recht groß. Wir werden uns bemühen, im Jahr 2011 zwei Schleudern zu produzieren. Zumindest haben wir uns vorgenommen, die nächste dürfte ziemlich bald kommen. Wir wollten ja eigentlich noch vor dem Kongress, haben wir nicht mehr geschafft. Aber wir strengen uns an. Da ja dieses Jahr schon aufgrund der netzpolitischen Dialoge mit unserem Bundesinnenminister irgendwie so diese Netzthesen, die waren so ein bisschen hip. Ja, wir dachten, ja, Sommerpause, wahrscheinlich sind so auch die Google-Trend-Hucke da entstanden. Wir schließen uns da mal an und haben uns zusammengerauft und uns mal so 11 Thesen zur Netzpolitik ausgedacht. War auch eigentlich ganz spaßig, die zu schreiben, denn also generell mal so die Forderungen, die man für die nächsten Jahre hat, zu verschriftlichen, macht ja auch durchaus mal Spaß und ein bisschen zu brainstormen. War ganz interessant, denn nach der Grundsatzrede, die der Innenminister nach dem Ende der netzpolitischen Dialoge geführt hat, fanden wir die inhaltlich irgendwie doch ein bisschen dürftig und hatten das schwere Bedürfnis, auch mal ein paar Thesen aufzustellen, die inhaltlich sehr klare Punkte benennen. Also wer die nachlesen will, die stehen auf der Webseite, nicht wahr? Also das Gute an dieser Übung war halt auch mal so ein bisschen klar zu kriegen, was uns eigentlich wirklich wichtig ist und wo unser Fokus liegen sollte. Und es hat uns dann hinterher auch geholfen bei den folgenden Diskussionen, zum Beispiel halt eben diese Post-Privacy und im Anschluss von Google Street View-Debatte. Das war ja so ein bisschen Sommerloch, aber dahinter steckt ja eigentlich nicht unbedingt, nicht unwichtige Thema, was uns, glaube ich, die nächsten Jahre beschäftigen wird. Also die sogenannte Post-Privacy-Debatte. Also die Apologeten, die sich hinstellen und sagen, Transparenz in allen Bereichen, eben auch im Bereich der personenbezogenen und sehr privaten Daten, sei wünschenswert und würde uns in eine bessere Welt führen. Denn wenn jeder alles über alle weiß, dann wären wir alle glücklich. So ist dann die Theorie. Ja, also wir haben uns ja als Club zu Google Street View nicht geäußert. Überhaupt nicht. Aus dem einfachen Grund, dass es halt einfach keine einheitliche Meinung gibt im Club dazu. Ist halt also, wenn immer euch wundert, wieso sagen wir denn jetzt nichts zu irgendwie gerade der Sau durchs Dorf getrieben wird, dann ist es entweder so, dass es uns nicht interessiert oder dass es eben keine Meinung gibt, die halt als ja, Konsensmeinung vertretbar wäre. Hier ist es auch aber eher Ersteres. Also es war jetzt nicht so, dass sich alle Sprecher des CCC in den Vordergrund drängeln mussten, weil lauter Google Street View Anfragen kamen. Das war so sackreißenmäßig. Also wir haben halt irgendwie lauter Anfragen bekommen, aber hey, weil Juli die Sonne schien und irgendwie so richtig viel Lust hatten wir auch nicht. So. Dennoch, also die Post-Privacy-Debatte wollen wir trotzdem mal ansprechen, auch weil diese ja keinen Vortrag dazu gibt, den wir eigentlich ganz gerne gehabt hätten, aber der sich einfach so nicht so richtig ergeben hat. Also die Diskussion dreht sich ja darum, werden wir alle glücklicher und freier, wenn wir uns nicht mehr um Datenschutz kümmern müssen, und wir halten es halt für einen Irrweg. Also um es mal ganz klar zu formulieren, ist die Mehrheit der Leute, die diese Dinge vertreten, wie zum Beispiel halt Erik Schmidt von Google oder Mark Zuckerberg von Facebook und so weiter, sind halt einfach schlicht Leute, die davon profitieren, und zwar ganz direkt davon profitieren, wenn sich die Einstellungen der Einzelnen zum Umgang mit ihren persönlichen Daten Richtung hey, macht doch was ihr wollt, ändern und dies genau deswegen propagieren. Und wir halten es für eine ziemlich durchsichtige Angelegenheit, und sich da jetzt halt einfach hinzustellen, zu sagen, ich bin es müde, mich um meine Daten um meinen Datenschutz zu kümmern und ich möchte da einfach nicht mehr drüber nachdenken. Das kann jeder für sich persönlich entscheiden, aber das als Lebensstil zu propagieren und als irgendwie die Zukunftsaussicht für alle zu propagieren, halten wir für grundfalsch und bekämpfenswert. Ich finde es immer ganz interessant in den Debatten, die ich doch über die Jahre sehr häufig geführt habe, dass so diese Post-Privacy-Spacken immer so kommen und sagen, ihr wollt uns ja was wegnehmen, wir wollen doch aber so transparent leben, das ist nicht der Fall. Können Sie machen. Ich habe überhaupt persönlich, und ich vermute auch die Mehrheit hier, hat überhaupt kein Problem damit, wenn sich jeder im Netz nackig machen kann, wie er will. Aber er möge es nicht den anderen als soziale Regel oktroyieren und nicht eine
tatsächlich nur von den Profiteuren dieser Daten ersonnene soziale Regel als sozialen Standard definieren. Der Punkt ist einfach nur, dass es eine Frage der Solidarisierung ist und der Frage, ob die anderen, die das eben nicht möchten, noch normal weiterleben können. Ich glaube, die Debatte werden wir in den nächsten Jahren weiterführen. Wir haben ja gesehen, dass es eben auch gute, gerade monetäre Gründe gibt, diese Ideologie weiter zu verbreiten. Und da müssen wir uns, denke ich, wehren. Okay, wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir dazu mehr sagen. Also vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Ich denke, jeder sollte sich da seine Meinung zu bilden und die auch vertreten gegenüber den meiner Meinung nach sehr wenigen, aber sehr lauten Post-Privacy-Spacken. Aus meiner Sicht, okay. Der Sommer, wir waren da zwar ein bisschen weniger aktiv, dafür hat der CCC München, den ich ja heute schon mal positiv erwähnt habe, eine schöne Aktion losgetreten, ein Kunstprojekt, All Colors Are Beautiful, und mehrere sehr schöne Artikel, von denen wir nachher nochmal einen einblenden, über die Arbeit des Münchner CCCs in der Süddeutschen und im Monispiegel veröffentlicht. Und ich weiß nicht, wer von euch selber mal hingefahren ist und sich irgendwie Tetris auf dem alten Hertie-Kaufhaus in der Tegernseer Landstraße in München angesehen hat. Das lief von Mitte August, glaube ich, so bis November. Was? Warum lacht ihr denn? Tetris. Achso. Also, wer sich das angucken will, alle Videos davon sind natürlich im Netz. Also, ihr habt es leider jetzt verpasst, ist im November wieder abgebaut worden. Aber und wir haben, glaube ich, heute oder morgen auch noch den Vortrag dazu. Ich weiß nicht, ob er heute oder morgen. Die Überreste könnt ihr ja im Café-Bereich. Ja, genau. Und ein größerer Teil der Installation steht halt unten in der Cafeteria und spielt da in Plastikkisten statt in Kaufhäusern. Also ich fand es eine ganz wunderbare Installation, auch deshalb, weil die so einen Stream hatten und man zeitweise auch eben gucken konnte. Man musste nicht unbedingt nach München fahren dafür. War natürlich immer eine Reise wert. Oh, jetzt ist mir gerade mein Keynote abgestürzt. Das ist so Apple-Software, oder? Ich habe tatsächlich diese HD-Version. Ups, das sind wohl ziemlich private Daten, ne? Die da jetzt zu sehen sind. Könnt ihr mal einfach weiter erzählen? Ablenken steht hier als nächstes eine leere das Folie. Da reinstecken? Das ist wahrscheinlich die mit dem Dings. Dann gibt es irgendwas zu ICMP. Wer kann zu ICMP was sagen? Immer MCD. Ich trinke gar kein Bier. Wir müssen das überspringen, weil wir gerade keine Folien haben. Genau. Noch ein weiter. ICMP, an der Quelle der Mate treffen sich regelmäßig Hacker im Bayerischen Walde und konsumieren größere Mengen Koffein und zelten dabei, also so eine Art Minicamp. Also ich freue mich ja darüber, dass es so viele kleine Veranstaltungen gibt, die auch ein bisschen familiärer sind. Also der Kongress ist ja gewachsen und irgendwie, man kann ja die Leute auch schlecht rausschmeißen, ändert aber dadurch so ein bisschen seinen Charakter und so dieses irgendwie familiäre, mal wieder die Leute treffen, auch mit allen mal reden können, ein bisschen entspannter, was es früher auf dem Kongress gab, das gibt es jetzt halt auf den vielen kleinen Veranstaltungen. Also wir arbeiten immer noch am globalen Dauerkongress, aber das dauert noch ein bisschen. Naja, ich glaube, das Schöne an der ICMP ist ja die Nähe zur Mate-Quelle, die ist ja da irgendwo, also diese Quelle, wo, ihr wisst schon. Auch die Darmstädter und die umliegenden Erfas haben wieder die MMCDs veranstaltet mit dem schönen Motto Beyond Science Fiction diesmal. Ich glaube, auch die MMCDs sind ein bisschen gewachsen. Ich glaube, es gab so 6 oder 8 Vorträge mehr als das Jahr davor. Ich war leider nicht da dieses Jahr, obwohl ich da immer sehr gerne hinfahre, weil diese kleinen Veranstaltungen genauso wie die ICMP halt immer so zum Einladen, zum Fraternisieren und Socializen und so. Wir haben uns schon vor dem September, wir sind ja schon im September angelangt, ziemlich gefreut, denn die Nachricht hat uns früher erreicht und wir hatten ja auch eine Pressemitteilung dazu gemacht. Der Chaos Computer Club hat in diesem Jahr die goldene Nika in der Kategorie Digital Communities des Prix Ars Electronica erhalten, wo wir uns sehr gefreut haben. Ja. Genau. Wir hätten die eigentlich auch gerne mal mitgebracht. Wer hatten die? Die hat Tim. Vielleicht kann Tim die ja mal rausrücken. auch die sind ja schon fast wieder traditionell, die Freiheit statt Angst-Demo, die aus meiner Sicht
ein bisschen kleiner war, dafür aber in deutlich entspannterer Stimmung, wahrscheinlich wegen den sich dezent verhaltenden Polizeibeamten. Mhm. Wir hatten wieder einen Wagen, diesmal mit, glaube ich, mit Abstand der besten Musik auf der ganzen Demo. Ja, eigentlich die wiederverwendeten Schilder, man kann ja mittlerweile von den Demos die Schilder wiederverwenden. Es gab auch eine Menge neue. Und was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass es irgendwie dieses Mal nicht irgendwie so einen Überfluss an orangefarbenen Fahnen gab. Ja, das stimmt. Also es war generell, glaube ich, ein bisschen weniger parteiendominiert. Das betraf auch die Linken und die Grünen zum Beispiel, die letztes Mal relativ viel Fahnen hatten. Das lag natürlich schlicht daran, dass wir das Jahr davor den Wahlkampf hatten, weswegen ich auch glaube, dass es jetzt leerer war. Dennoch war es so voll, dass man sich schon wieder so zu einer Gemeinschaft zuziehen durfte und irgendwie froh war, dass man nicht alleine ist gegen den Überwachungswahn. Also das war schon recht angenehm eigentlich. Im September, wir haben das ja schon kurz angesprochen, brach dann so ein bisschen dieser Personalausweis-Schwall über uns herein, der ein bisschen unsortiert begann, denn wir haben wir wussten am Anfang nicht wirklich, dass die ARD, mit der wir da mehrfach zusammengearbeitet haben und wo wir gedreht haben, wir brauchen keinen Ton. Wir wussten nicht so wirklich, dass die ARD dazu eine eigene Pressemitteilung macht und der dpa geben würde. Das heißt, wir waren so ein bisschen überrascht, dass wir dann den einen Morgen so einen Schwall an Mails bei presse@ccc.de hatten, weil die uns einfach mal schlicht nicht Bescheid gesagt haben. Und wir haben dann unsere eigentliche Pressemitteilung dann erst 2 Wochen später gemacht und auch nochmal nachgelegt, nämlich genau in diesem Bericht hier. Uns war wichtig, dass wir uns da nicht nur auf den elektronischen Personalausweis bezogen haben und einfach die praktischen Sicherheitsprobleme gezeigt haben, sondern wir hatten eigentlich ein Doppelprojekt zusammen mit Thorsten Schröder und Max Moser aus der Schweiz, die nämlich ein System, was in der Schweiz benutzt wird, die Swiss ID, die allerdings kein hoheitlicher Ausweis ist, sondern eben nur so eine, wird man gleich im Bild sehen, so eine, also ein USB-Stick. Wir hatten eigentlich auf allgemeine Sicherheitsprobleme hinweisen wollen, die sich schlicht dadurch ergeben, dass man die Sicherheit dieser Systeme mit, oder dass sie einhergeht mit der Sicherheit der PCs zu Hause. Und dieser Punkt war uns auch sehr wichtig und ist uns auch in der nachherigen Pressearbeit immer am wichtigsten gewesen. Viel mehr als die Schlagzeile Chaos Computer Club hackt Personalausweis kam natürlich in der Presse dabei nicht rum, ganz einfach auch deshalb, weil aus dem 4-Stunden-Dreh, den wir da in dem privaten Labor von Thorsten gedreht haben, am Ende so ein 2,5-Minuten-Bericht drin war, der die eigentlich Schwierigkeiten, die wir aufzeigen wollten, nicht enthielt, weil die technisch zu komplex waren. Also wir haben uns da schon über die Medienberichterstattung teilweise nicht so richtig gefreut, haben uns dann aber zu einer sehr langen Pressemitteilung hinreißen lassen, wo wir das dann nochmal ausgeführt haben. Also ich denke, naja, das Schöne an diesem Personalausweis war eigentlich ein Bericht, der wenig später folgte, nämlich da haben sich dieselben Journalisten von der ARD, vom WDR nämlich, in so eine Schulklasse begeben und diese Schulklasse hat gemeinschaftlich einen RFID-Zapper nachgebaut, in eine 9. Klasse. Das ist also mal so richtig Win-Win, denn jetzt haben wir auch nochmal so ein schönes How-To, was echt jeder nachmachen kann. Und also die waren auch erfolgreich. Fand vor dem Bundesinnenministerium auch was wieder nicht so lustig. Naja. Also insgesamt. Seht, auch bei der Nachwuchsschulung und Bildung machen wir Fortschritte. Ich will vielleicht noch mal ein paar generelle Sätze zu diesem Personalausweis sagen, auch weil wir uns einige an Kritik anhören mussten darüber, dass jetzt nicht sofort der Chip gehackt worden ist und was alle an Erwartungshaltungen da an den CCC herangetragen wurden. Fakt ist, dass wir diese Sicherheitsprobleme, auf die wir hinweisen wollten, vor dem Start des Personalausweises öffentlich gemacht haben. Einfach weil das prinzipielle Probleme sind, die sich gar nicht so sehr mit der eigentlichen komplexen Implementierung oder etwa der Kryptographie oder dem Chip dieses Personalausweises, die haben damit nicht so direkt zu tun. Woran uns eigentlich gelegen war, war vor allen Dingen die Buzzwords und das schöne Marketing-Getue mal zu hinterfragen, wo man also den Bürgern, die sich auf den Meldeämtern diese Personalausweise holen, verkauft, dass es ein absolut sicheres System ist, vom Staat garantiert. Da wollten wir halt gerne Kritik üben und dieses alles ist sicher als Mantra wegwischen. Und darum ging es uns eigentlich auch im Wesentlichen.
Ja, also die Kritik, die da kam, da muss man auch mal sehr schön gucken, so die Journalisten, die dann da sagen, so, naja, aber ist doch irgendwie alles ein lamer Hack oder so. Da lohnt es dann immer so ein bisschen zurückzuscrollen in den nach ihren Autorennamen sortierten Listen bei den entsprechenden Publikationsorganen, was sie dann vorher so gemacht haben. Und dann stellt sich häufiger raus, dass sie dann irgendwie etwas länger auf den Schnittchenveranstaltungen von der Bundesdruckerei unterwegs waren, die ihnen da allen möglichen Kram erzählt haben. Und also dieser Anspruch zu sagen, ja, es muss immer gleich irgendwie ein super toller Hack sein, bei dem man Chips ausschleift und dergleichen. Wo der Personalausweis noch gar nicht raus war. Genau, wo der Personalausweis zu dem Zeitpunkt noch nicht raus war, ist halt einfach völlig überzogen. Was wir da getan haben, ist ja, einen extrem praxisrelevanten Angriff zu zeigen. Also etwas, was irgendwie tatsächlich jeder Fischer von nebenan auf die Reihe bekommt und dementsprechend halt auch eine sehr viel höhere Durchschlagskraft hat, als jetzt irgendwie, wenn man da hingeht und den Chip aufschleift, was ja wahrscheinlich auch noch irgendwann passieren wird, aber was denn, also wo der Aufwand etwas sehr viel höher ist und es halt irgendwie dann dementsprechend auch ein kleineres Angriffsszenario wird. So. Und da muss man halt immer sehr genau hingucken, also wenn die Leute irgendwie meinen, ja, ist doch ein lamer Hack oder so. Geht es darum, gerade eben. Genau, darum geht es ja. Es geht ja genau darum, eben den zu zeigen, dass es eben Angriffe sind, die von jedem gemacht werden können. Apropos Schnittchenveranstaltung und neuer Personalausweis im Oktober, gab es dann ja die offizielle Vorstellung. Da hat die Bundesdruckerei interessanterweise eine ehemalige Kirche oder vielleicht ist das sogar noch eine in Betrieb befindliche Kirche, die sich mittlerweile auch anderweitig finanzieren muss, angemietet, um also den neuen Personalausweis zu predigen. Das war insofern noch mal ganz kurz bemerkenswert, als dass es da dann auch eine Diskussion gab, inwieweit dann, weil da eben gesagt wurde, dass es ja die Hoffnungen auch sind, dass eben durch die hoheitliche Infrastruktur die Akzeptanz des E-Commerce wiederum gesteigert wird, durch die sich erschließenden Potenziale. Ne? Ihr kennt ja diese Wortphasen. Dann kam aber auch die Frage auf, ob denn der Bundesadler, wenn er dann schon so huren geht in der Industrie, ob das nicht auch andersrum gehen kann. Also ob die Assoziation der Sicherheit des Staates nicht auch mit der Assoziation der elektronischen Infrastrukturen dann anderweitig leiden könnte. Man muss also sehen, das ist wirklich ein ergebnisoffener Prozess. Das kann auch nach hinten losgehen. Das kann auch nach vorne, also hinten, ja, je nach Betrachtungsweise. Also das kann abgehen, ja. Ja, okay, jedenfalls mit dem Personalausweis werden wir uns sicherlich auch in Zukunft noch weiter beschäftigen. Schon deshalb, ja, weil einfach so viele verschiedene technische interessante Aspekte da sind, die man da gerne betrachten will. Ich weise nochmal auf unseren bestfrisierten Hacker. Anyway, wir haben uns im September auch nochmal sehr gefreut. Ihr werdet vermutlich, oder viele von euch werden es gesehen haben, Dreisat oder im Auftrag von Dreisat Neues wurde eine Dokumentation, ich glaube so eine halbe Stunde, 25 Minuten produziert, die den CCC porträtieren soll, die jedoch geschafft haben, zum Beispiel den Innenminister zu dem Kommentar zu bewegen und an die alte Geschichten zu entlocken. Ich denke, dass die Filmemacher Uta und Gabi, die sich ja einige Zeit hier so beim CCC rumgedrückt haben und auch nach wie vor relativ häufig bei uns sind, dass die eine schöne Dokumentation abgeliefert haben, die wir jedem eigentlich empfehlen können, wenn er sie noch nicht gesehen hat. Also die vielleicht ein Stück zu schmeichelhaft, aber wir haben uns eigentlich sehr gefreut. Ja. Wir fühlten uns ganz gut dargestellt. Und am coolsten war wohl Dexter, der noch irgendwie die alten... Also der hat auch so eine Nui zum Beispiel mal vorgeführt, also sie hatten so ein, in Babelsberg so ein Set an alten Wohnzimmern aus den 70er, 80er und 90er und haben so versucht, die Geschichte darzustellen. Also ich denke, das ist eine schöne Dokumentation geworden. Ja. Naja, wir hatten im September auch einen Trauerfall, der einige im CCC doch sehr betroffen hat, die Andreas Fitzmann kannten. Andreas, willst du da was sagen? Andreas Fitzmann war sozusagen stets jemand, der also eigenständig vom CCC operiert hat, aber durchaus unsere Werte, Ansichten und Qualifikationen geteilt hat. Also von Herrn Fitzmann gibt es viele Veröffentlichungen auf dem Gebiet der Kryptographie, der IT-Sicherheit. Er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass das JAP-Anonymisierungsprojekt durchgeführt wurde, was also bei der Gelegenheit auch dafür sorgte, dass es eine Rückendeckung gab für den Betrieb eines CCC-Tor-Nodes. Er war ebenfalls als Gutachter tätig vom Bundesverfassungsgericht. Also es ist nicht so, dass einseitig nur wir gefragt wurden, sondern es wurden auch andere Leute, die sich auskennen, gefragt, unter anderem deutsche. Ah, das war übrigens immer so. In all den Verfahren, in denen wir beteiligt waren, waren die technischen Sachverständigen sich immer im Wesentlichen einig.
Und ich glaube, wir verdanken ihm vor allen Dingen die Entscheidung zur Online-Durchsuchung, nicht wahr? Ja, also der Bundestrojaner, also seine Stellung zum Bundestrojaner war sicherlich extrem entscheidend für die... Da war er sehr eindringlich. Also da gab es Punkte, da haben wir drüber nachgedacht, ob wir die schreiben können, haben dann gedacht, das können wir nicht bringen, das ist zu Science-Fiction. Wenn wir jetzt anfangen, über Cyborgs zu reden, über implantierte Elektronik, und Herr Pfitzmann hat es getan. Ja, also ich denke mal so schnell... Ich denke, so schnell wird er, denke ich, nicht zu ersetzen sein, da wir ja, muss man einfach auch mal deutlich sagen, in der Informatik als Wissenschaft, die ja an fast allen deutschen Universitäten Lehrstühle hat, für kritische Wissenschaftler nicht mehr sehr viele namhafte Gestalten haben, die nicht ausschließlich Industrieforschung machen, sondern die sich auch mal kritisch zu ihrer eigenen Wissenschaft stellen. Insofern ist das aus meiner Sicht eine riesige Lücke, die da entsteht. Das heißt, auch diejenigen von euch, die hier an Universitäten arbeiten, sollten sich aufgerufen fühlen, zu kritischen Wissenschaftlern zu werden und ihre eigene Profession auch zu hinterfragen. Er war übrigens auch eingeladen zu den dieses Jahr wieder stattfindenden Datenspuren, aber dazu kam es ja dann nicht mehr. Wie ich höre, sind vor kurzem die Videos online gegangen, also wer sich die holen will, datenspuren.de. Zum anderen habe ich gehört, dass es im nächsten Jahr auch wieder ein Symposium Datenspuren geben wird. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob es im Frühjahr, wie früher traditionell war, oder wieder im Herbst, wie die letzten zwei Jahre war, stattfinden wird. Auf jeden Fall wird es wieder eins geben. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die kuscheligste Veranstaltung, die wir haben, die in der Scheune in Dresden ist und die auch kostenlos ist. Da kommen noch relativ viele Leute, die normalerweise nicht so unbedingt unmittelbare Chaos-Spektrum sind. Auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Ja. Dieses Jahr war der total gemein, die lag parallel zur ZeroSec in der Schweiz. Es war schwierig, sich zu entscheiden. Da müssen wir nächstes Mal Terminkollisionen vermeiden. Überhaupt sind die Hacker-Konferenzen so häufig geworden, dass man ja an den Wochenenden nichts anderes mehr tut eigentlich. Man kann von Con zu Con fliegen, das ganze Jahr lang. Das Schlimme ist, es gibt Leute, die tun das. Okay. Andreas und einige andere aus unserem Presseteam natürlich auch haben sich bis in den November herein immer wieder noch um den Personalausweis gekümmert und in der so einer komischen Paderborner Zeitung war dieses großartige Bild. Das Schöne war wohl, dass sie anfangs als der Herr ist der, ich weiß nicht, hab seinen Namen vergessen, vom BSI. Wie heißt er noch? Jens Bender. Jens Bender, genau. Lustigerweise hatten sie am Anfang Andreas und Jens Bender verwechselt, wahrscheinlich weil er besser angezogen war und besser rasiert war. So, wir waren beide für einen kurzen Moment peinlich berührt, aber man muss schon auch mal feststellen, dass auch in Behörden, auch in Ministerien, auch in großen Firmen mittlerweile viele Leute arbeiten, die im Prinzip an dieselben Sachen glauben wie wir. Und also auch der Personalausweis, das muss man ja mal anerkennen. Immerhin haben sie vorher darüber nachgedacht, dass man nicht gleich alle Daten rausgibt, sondern dass man eine Funktion braucht, wo man irgendwie fragen kann, bist du älter als 18? Ja, nein, ohne dass dabei Informationen rausgelegt werden. Da ist auch viel kryptografische Forschung passiert. Ja. Also es gibt da Probleme in der Implementierung, die das dann hinterher alles wieder zunichte machen, aber immerhin muss man, das muss man wirklich anerkennen, dass da was passiert ist, dass es nicht mehr so ist wie vor 10 Jahren, wo man das Gefühl hat, man redet gegen Bäume, sondern dass es auch ankommt und dass auch da ganz normale Nerds arbeiten, die wie alle anderen Nerds auch irgendwie hier sind, wenn sie es geschafft haben, sich ein Ticket zu klicken und nicht, wenn sie es verpeilt haben. Also ich habe da so ein bisschen Hoffnung, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Ja. Na gut, aber wie gesagt, im Personalausweis haben wir, denke ich, ja schon relativ viel gesagt. Wir haben im November noch einen Spendenaufruf gehabt im CCC-Umfeld, nämlich panjaba.ccc.de und der war so mittelerfolgreich, hat also im Prinzip für den neuen Server und für das Hosting oder fast gereicht, aber die Betreiber von jabba.ccc.de wollten noch diesen kleinen Hinweis gerne hören und den ich auch gerne unter den Jahresrückblick nochmal eingefügt habe, nämlich kommt jetzt doch zu einer etwas zu starken Zentralisierung und der Wunsch ist, kleinere Server zu bevorzugen und die Zentralisierung bei jabba.ccc nicht noch weiter voranzutreiben. Also, jabba.ccc
ist, glaube ich, mittlerweile der größte Java-Node weltweit und auch die größte eJavaD-Installation, also die größte Einzelnode mit den meisten Usern. Genau, also die AFAs sind aufgerufen, wenn ihr irgendwie einen Rechner irgendwo hosten könnt, dann baut euch doch euren eigenen Java-Server. Der Java-CCCDE-Team wird sicherlich gerne helfen beim Beraten, was irgendwie ein sinnvolles Setup ist, was auch sich in der Praxis bewährt hat. Was wäre gut, wenn wir halt da unsere Infrastruktur wieder dezentralisieren? Die hat sich denn doch etwas zu sehr zentralisiert im Moment. Also wahrscheinlich wissen wir alle, dass die Arbeit im CCC ohne java.ccc.de ziemlich zum Erliegen kommen würde, aber wir nehmen uns das einfach mal für nächstes Jahr vor und hoffen, dass wir dann hier sitzen können und verkünden können, ja, dass wir mehr Konkurrenzprojekte haben. Genau, baut mehr Java-Server. Genau, baut mehr Java. Hier ist noch der Artikel, den ich persönlich auch sehr schön fand, im Unispiegel über den CCC München. Vielleicht lohnt sich anhand dieses Beispiels vielleicht nochmal generell zu sagen, dass die Presserezeption über den Club in diesem gesamten Jahr deutlich positiv war. Also ich habe schon den Eindruck, dass zumindest die Arbeit für die Vorratsdatenspeicherung, aber auch, glaube ich, die verschiedenen Kampagnen der letzten Jahre insofern Früchte tragen, als dass der CCC heute ein bisschen anders gesehen wird. Das merken wir eigentlich in diesem Jahr deutlicher als davor. Also wir werden als eine kritische Instanz wahrgenommen, dessen Wort zählt. Und ja, ich glaube, wir müssen dem Anspruch zum einen gerecht werden, aber zum anderen ist es natürlich auch ganz angenehm, dass man nicht mehr bei der Presse betteln muss, ein Thema gesetzt zu bekommen, sondern dass man eben leichter Kontakte machen kann und Themen, die einem am Herzen liegen und die man gerne in der Öffentlichkeit besprechen will, auch los wird. Also wir können uns eigentlich nicht beschweren über die Zusammenarbeit mit der Presse. Also Vielleicht sollte man dazu nochmal ein kleines Wort verlieren. Also es ist so, dass die phasenweise ist halt das Aufkommen an Presseanfragen brutal hoch. Also bis hin zu einigen Dutzend pro Tag. Wenn halt wir haben uns auch nochmal fast verdoppelt von der Anzahl der Anfragen im Jahr. Ja. Und wir sind halt nur ein kleines Team und wir haben halt alle nebenbei noch richtige Jobs. Das heißt, wir können nicht irgendwie alle Anfragen zeitnah beantworten. So ist halt so. Wir müssen halt priorisieren danach, was irgendwie wichtig ist, was Reichweite hat, welche Themen uns interessieren. Wir kriegen Anfragen zu den obskursten Themen. So, wenn da irgendwie irgendwas mit Internet ist, dann sind wir Im allerweitesten Sinne so, sind wir irgendwie gefragt. Und also wie gesagt, wenn wir es schaffen, schicken wir meistens noch eine höfliche, tut uns leid, interessiert uns nicht, Absage. Manchmal ignorieren wir es auch einfach, weil es einfach nicht mehr geht. So, also ne? die ganze Sache ist allerdings nochmal deutlich getoppt worden durch, jetzt im Dezember, durch die Depeschen, die WikiLeaks veröffentlicht hat. Also da haben wir auch aufgrund der Tatsache, dass insbesondere in den englischsprachigen Pressemitteilungen sehr oft die Verbindung gezogen wurde, einmal zum CCC und zum anderen zur Warholland-Stiftung, da haben wir nochmal also echt so eine Welle an Anfragen aus aller Welt gehabt, wo ich mich also zumindest, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich mich zeitweise wie die Sekretärin von Julian Assange und Daniel gefühlt habe, weil einfach oft nur der Wunsch war, könnt ihr mal drei Sätze dazu sagen und vor allen Dingen könnt ihr uns eine Telefonnummer geben, also es war enorm. Von allen Ecken der Welt, in merkwürdigsten Sprachen übrigens auch. Also dieses Problem, dass WikiLeaks seine Pressekontakte nicht so besonders gut publiziert hat und es halt irgendwie teilweise echt schwierig war für die Journalisten, die irgendwie rauszufinden, hat dann dazu geführt, dass sie dann teilweise halt bei uns aufgeschlagen sind in rauen Mengen und wir die halt einfach sagen, nein, tut uns leid, da können wir jetzt nichts zu sagen. So, wir haben halt ein grundsätzliches Statement dazu veröffentlicht. Wir haben es eigentlich erst gemacht, nachdem noch die Sache mit Amazon und PayPal war und der Frage, ob man nur noch die Online-Bezahldienste abklemmt. Da haben wir uns dann doch irgendwie entschlossen, mal was ganz Allgemeines zur Informationsfreiheit zu sagen. Das war uns dann doch wichtig. Ja, also das ist halt so ein, WikiLeaks ist halt ein Projekt, was wir interessant und gut finden, so von der Ausrichtung her. Wahrscheinlich hier auch Konsens. Was dürfte wahrscheinlich ja Konsens sein. Aber selbstverständlich sind wir da weder willens in der Lage, halt da zu Details Stellung zu nehmen, noch zu irgendwie den persönlichen Problemen von einzelnen Leuten in diesen Projekten oder was da die interne dreckige Wäsche angeht. Das ist einfach schlicht nicht unsere Aufgabe und dazu sagen wir halt dann einfach schlicht nichts. Ja. Also ich bin ganz sicher, dass uns natürlich auch im Jahr 2011 weiter beschäftigen wird, aber wir sehen uns auch nicht in einer kritiklosen Unterstützerrolle, sondern natürlich haben wir auch zu diesem Projekt kritische Haltungen, die wir auch äußern werden. Also auch wenn man generell natürlich sagen kann, das ist glaube ich auch die ganze Hacker-Community eher
ja, unterstützend für dieses Projekt. Das heißt noch lange nicht, dass man da in Lobhudeleien ausbricht, sondern natürlich auch hier seinen kritischen Geist behält. Uns hat zum Ende des Jahres, man hat es kaum gemerkt unter dem Schwall von WikiLeaks Nachrichten und Mails, wie so kam noch eine diese seltsame Nachricht mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag erreicht, weil, glaube ich, niemand so wirklich erwartet hätte. Alva hat es ja schon in seinem Talk angesprochen, nicht auch tatsächlich diesen Jugendmedienschutzstaatsvertrag nicht durchgewunken. Ihr erinnert euch, das sind so diese Netzsperren light. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich über das Jahr davon gehört haben. Also mich persönlich hat es sehr überrascht. Wir hatten ja noch durch einen offenen Brief, wo wir uns auch beteiligt haben, irgendwie gehofft, es wäre in Berlin zu kippen. Aber tatsächlich ist es ja dann, wie man hier an diesem schönen Symbolbild sieht, bei Hannelore Kraft in NRW. Also, das ein bisschen Deprimierende an der Geschichte ist ja natürlich, dass es nicht aus inhaltlichen Gründen gekippt wurde, sondern weil die CDU die Gelegenheit gesehen hat, der Minderheitsregierung NRW eins auszuwischen. Das zweite Problem, das ich sehe, ist, dass damit der alte Jugendmedienstaatsvertrag immer noch in Kraft ist. Und der hat auch schon diese Geschichte mit den Öffnungszeiten für Websites. So, der ist eigentlich bloß deswegen erträglich, weil er nicht durchgesetzt wird. Also wir hängen da schon so ein bisschen in einem Limbo jetzt mit dem, was da rechtlich passiert ist. Und das muss irgendwie weitergehen mit einer Gesetzgebung, die okay ist und zufrieden ist. Also wir können bloß hoffen, dass der nächste Vorschlag nicht noch schlimmer wird, mit dem Sie kommen. Also da müssen wir wahrscheinlich jetzt anfangen, daran zu arbeiten, das in die richtige Richtung zu drängen. Das ist auch nochmal eine Sache, die uns natürlich bewusst sein muss. Durch die ganze internationale Debatte um WikiLeaks wird natürlich die Frage, was zu sperren, zu löschen oder sonst irgendwie nicht erreichbar zu machen ist, auch nochmal ein deutlicher Schwall werden. Das, denke ich, wird uns 2011 enorm beschäftigen und wahrscheinlich auch nochmal 2-3 Jahre länger. Also klar ist jedenfalls, dass es keine Diskussion um Netzsperren mehr geben wird. Weil es nicht, also nicht mehr so wie Zensor Sola die noch geführt hat, so irgendwie so vollkommen angefreit. In denen halt das Thema WikiLeaks keine Rolle spielt. Also, nachdem jetzt so viele Länder halt auch ihre schon vorhandene Zensurinfrastruktur benutzt haben und die Amerikaner ja anfangen sogar in Bibliotheken WikiLeaks zu zensieren und dergleichen Dinge mehr, ist vollkommen klar, dass dieses Thema Informationskontrolle in diesem gesamten Kontext, egal was jetzt der Grund für Netzsperren sein sollte, ob jetzt irgendwie ein Staatsvertrag oder Kinderpornografie oder was auch immer, ist klar, es gibt da keine Unschuld mehr. Ne? Also niemand kann sich jetzt mehr hinstellen und sagen, wir wollen doch nur schlimme Seiten im Netz sperren, wenn allen klar ist, worum es eigentlich geht. Was wir nämlich auch schon einmal gesagt haben seit mehreren Jahren, es geht da ganz klar darum, Infrastruktur aufzubauen für Informationskontrolle, um solche Sachen wie WikiLeaks unterbinden zu können. Ja, also diese Infrastruktur. Okay, und wir haben dieses Jahr noch eine letzte Pressemitteilung rausgebracht, kurz vorm Kongress, die sich mit dem Leistungsschutzrecht befasst. Wir haben uns also eine Initiative, die Eagle heißt, Initiative gegen Leistungsschutzrecht, übrigens ein Leistungsschutzrecht für die Presseverlage, haben wir uns angeschlossen und wir haben uns eigentlich prinzipiell vorgenommen, dass das Thema geistiges Eigentum, wie ja dieser Kampfbegriff so ist, also ihr wisst schon, werden wir, denke ich, auf 2011 stärker auf die Agenda setzen, weil wir auch eine Idee haben, wie wir uns für die Frage der zukünftigen Urheberrechte Bezahlmodelle vorstellen können. Die haben jetzt lange debattiert, wollten wir eigentlich schon 2010 mit öffentlich gehen, das hat sich aber immer wieder verschoben. Aber ich denke, dass diese Fragen werden für uns in 2011 nicht ganz unwichtig sein. Da wollen wir uns eigentlich weiter mit befassen. Ja. Und dann... Ansonsten freuen wir uns auf ein Jahr 2011, auf noch... anderthalb Tage schönen Kongress, auf ein wunderbares Camp und auf die Mitarbeit und den Aktivismus von euch allen. Vielen Dank. Möchte jemand Kommentare abgeben? Haben wir überhaupt noch Zeit? Okay, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne noch stellen. War mir nicht klar, dass wir noch Zeit haben. Hier vorne ist schon einer. Können wir machen. Ja, hier vorne ist schon einer. So. Jeder, der Fragen hat und einen Kommentar abgeben möchte, geht bitte nach rechts und links an die Mikrofone. Ich werde euch dann aufrufen. Okay. Test. Na ja, wir machen es kurz. Hm? Okay, also der ISC fragt, warum die
Entschuldigung, du musst lauter reden. Okay, also der ISC fragt, warum die, also welche, welche Verfahren denn verloren wurden, die der CCC führt? Oder was für Verfahren denn verloren wurden, die der CCC führt? Also wir haben in der Hamburger Wahlstiftgeschichte eine Teilklage verloren, weil wir den LNK-Exploit zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Fingern hatten. Wir haben halt an einer Stelle behauptet, dass man natürlich über USB in einen Rechner einbrechen kann. Wir hatten gerade keinen Exploit dafür an der Stelle, als das Urteil gekommen ist. Und da mussten wir also an der einen Stelle irgendwie, was war das, ein Drittel der Klage oder ein Viertel der Klage? Also wir haben eigentlich den Hauptanspruch gewonnen, aber an der Stelle muss man mal zurückstecken. Ich glaube, jetzt alle wollen irgendwie einen Kaffee, wir auch. Lass uns Fragen später klären. Es ist ja schon so Auflösung. Also vielen Dank. Na gut.